Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im vollbesetzten Audimax heute, oder im fast vollbesetzten Audimax, zur Auftaktveranstaltung der diesjährigen Gründungswoche. Wie jedes Jahr, das ist ja eine Veranstaltung, die wir regelmäßig machen, schon seit einigen Jahren hier an der Universität Hildesheim, habe ich die Ehre, diese Veranstaltung, die den Auftakt zu unserer Aktionswoche darstellt, mit einem kurzen Grußwort zu eröffnen. Im Laufe der Jahre ist das Kurzwort auch immer kürzer geworden. Ich habe dann gelernt, nicht zu viel Zeit aufzubrauchen für den Teil des Abends, der interessanter ist, nämlich unsere Panel-Diskussion. Die Panel-Diskussion, meine Damen und Herren, das ist wir nennen die immer den UnternehmerInnen-Talk, eine Auftaktveranstaltung, mit der wir einleiten die weltweite Aktionswoche, die man im Ausland als Global Entrepreneurship Week kennt und die in Deutschland firmiert unter dem Begriff Gründungswoche seit diesem Jahr. Früher ist das immer Gründerwoche. Und dann hat man dem Wunsch nach mehr ausgedrückter Diversität Rechnung getragen im Bundeswirtschaftsministerium, der Schirmherr dieser Veranstaltung, und hat das umbenannt seit diesem Jahr in Gründungswoche. Diese Veranstaltung, also diese Gründungswoche, das ist eine weltweite Aktionswoche, die findet in mehr als 170 Ländern der Welt statt, zeitgleich, also in dieser Woche vom 15. bis 21. November. Und die hat zum Ziel, an Hochschulen weltweit zu sensibilisieren für das Thema unternehmerisches Denken und Handeln. Die Idee ist also, dass man ganz viele Veranstaltungen zusammenballt in dieser Woche, um so mehr Sichtbarkeit zu schaffen und auch die Möglichkeit zu bieten, dass man mit externen Partnern vielleicht größere Veranstaltungen macht, für die man dann also Räume und Platz, Zeit zur Verfügung stellt in verschiedenen Studiengängen. Und so machen wir das in Hildesheim zunehmend auch. Denn unser Ziel, meine Damen und Herren, das ist all denen, die die CAT kennen, inzwischen bekannt, ist, dass wir versuchen, in Hildesheim das Potenzial, das wir haben für Start-ups, Gründung, unternehmerisches Denken und Handeln zu heben. Wir sind der Meinung, das gibt es in Hildesheim. Wir sind der Meinung, dass er wächst aus der Diversität, die wir in Hildesheim haben, verschiedenste Fachbereiche mit unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen, unterschiedliche Studiengänge mit ganz unterschiedlichen Ausrichtungen. Und wir glauben fest daran, dass aus der Kombination und dem Zusammenbringen von diesen verschiedenen Disziplinen und Fachbereichen ein sehr großes und bislang in Hildesheim noch nicht richtig gehobenes Gründungspotenzial entstehen kann. Das ist unser Ansatz. Was wir machen von unserer Seite aus, von der CAT, ist dieses Potenzial in der Form zu heben oder zur Erhebung beizutragen, dass wir Räumlichkeiten anbieten für Gründungsinteressierte, die kostenfrei nutzbar sind, Sozialräume, Makerspace, Gründungsbüros, Lehrveranstaltungen anbieten, Qualifikationsmaßnahmen, Sensibilisierungsmaßnahmen. Und ich habe die Ehre, zusammen mit meinem geschätzten Kollegen und Freund, dem Markus Weishaupt, da bei der CAT die Leitung zu haben. Und in der Funktion ist es für mich also immer die Aufgabe, die Gründungswoche einzuleiten. Ich mache dann bei der Gelegenheit immer ein bisschen Werbung für das, was wir machen. Ich glaube, das habe ich hiermit hinreichend getan. Und Sie alle einzuladen, dass, wenn Sie sich für das Thema Gründung, Start-ups, unternehmerisches Denken und Handeln, Nachfolge interessieren, dann wenden Sie sich an uns, die Kompetenzwerkstatt für Entrepreneurship und Transfer, die CAT, die sitzt in der Schützenallee innenstadtnah in Hildesheim und ist die Anlaufstelle an der Uni für alle Anfragen, was das betrifft. Die CAT organisiert, das Team der CAT, ich habe ja das Glück, dass so ein tolles Team an der Uni Hildesheim arbeitet und ich mit denen zusammenarbeiten kann, die organisiert in dieser Gründungswoche noch eine ganze Reihe von anderen Veranstaltungen und das findet man auch im Internet, wenn man das sucht. Wir haben zum Beispiel momentan laufend eine Start-up-Rallye, wo man durch Hildesheim ziehen kann und Start-ups besuchen kann. Es gibt Veranstaltungen zum Thema, wie schreibe ich einen Businessplan, Gründen für Kulturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler, Gründen im Sozialbereich. Wie macht man einen typischen Pitch, also wie präsentiert man eine Geschäftsidee? Sie kennen das aus der Höhle der Löwen, ne? So diese Pitches. Ne? Kurz versuchen, einem hoffentlich interessierten Publikum zu versuchen, eine Geschäftsidee zu verkaufen und noch vieles mehr. Und all das machen wir mit Hilfe der Förderung durch den Bund. Wir sind ein Exist-Projekt an der Uni Hildesheim und durch das Land Niedersachsen. Das heißt also, diese ganzen Dinge, die wir anbieten, die sind nicht privatwirtschaftlich, sondern kostenfrei für alle die, die sich dafür interessieren und richten sich an alle, diese ganzen Angebote richten sich an alle Angehörigen der Universität Hildesheim. Das ist also das, was wir so machen und die
Gründungswoche, die wir jedes Jahr machen. Das ist so eine große Maßnahme, um halt mehr Aufmerksamkeit zu schaffen für das Thema Gründung, sensibilisieren, vielleicht ein paar Ideen zu geben. Und dazu ist unsere Panelveranstaltung immer ein ganz besonderer und aus unserer Sicht auch sehr schöner Auftakt, denn wir versuchen immer, möglichst viele interessante Gründer, Gründerinnen, Personen, Persönlichkeiten zusammenzubringen, die halt auch inspirieren können. Und ich glaube, das ist uns dieses Jahr ganz gut gelungen, wenn ich mir so das Panel angucke, das wir da handverlesen haben. Ich sage aber nicht mehr, denn die Panelisten, unsere Diskutanten, Diskutantinnen, die werden sich sicherlich gleich noch selber vorstellen, sondern habe die Ehre, das Podium virtuell zu übergeben an unsere Präsidentin, die Frau Kallenrode, die heute nicht hier sein kann, weil die auf der Hochschulrektorenkonferenz ist, aber die hat für uns ein kleines Grußwort auf Video aufgenommen und das würde ich gerne als nächstes einspielen und durch den weiteren Verlauf des Abends moderiert dann die Frau Amlacher, eine uns sehr bekannte Partner in Crime, wir kennen uns auch schon länger, Moderatorin, die das sehr professionell heute wie üblich machen wird und mit ihrer Hilfe werden wir diese Veranstaltung dann hoffentlich auch so gestalten, dass wir im Publikum Zeit haben, auch Fragen zu stellen und natürlich für Sie auch, ich sag mal, interessante Punkte anzusprechen. Aber lassen Sie das auf sich zukommen. Ich möchte an der Stelle das Wort an Frau Kallenrode übergeben und hoffe, dass das Video jetzt funktioniert. Und drücke mal hier auf den Knopf, mal gucken, was passiert. Drücken Sie mir die Daumen. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste von nah und fern, live und an den Bildschirmen. Ich begrüße Sie im Namen der Universität Hildesheim ganz herzlich zur Auftaktveranstaltung der Gründerwoche in Hildesheim. Der Gründungswoche. Das ist etwas Neues. Früher hieß es die Gründerwoche, jetzt ist es die Gründungswoche. Aber eigentlich mein Fehler in der Begrüßung ist, ich begrüße Sie nicht zur Gründungswoche in Hildesheim, sondern ich begrüße Sie zu einem Teil einer immer im November stattfindenden internationalen Woche, die für Gründung sensibilisieren sollen. Und ich begrüße Sie hier speziell zu der Veranstaltung am Standort Hildesheim. Beteiligen tun sich an dieser International Entrepreneurship Woche ca. 170 Länder. Das heißt also, wir finden uns in einer breiten Gesellschaft. Und so breit wie die Gesellschaft ist, die sich mit dem Thema Gründung beschäftigt, so ist auch das diesjährige Motto der Gründungswoche angelegt. Gründen heißt Vielfalt. Und diesem Motto soll die heutige Veranstaltung auch Rechnung tragen. Genauso wie die ganze Woche. Vielfältig ist auch das diesjährige Programm. Es besteht aus einer Kompetenzwerkstatt für Entrepreneurship und Transfer, das mit vielen Partnerinnen auf die Beine gestellt wurde, um an der Universität über unternehmerisches Denken zu diskutieren, anzuregen, für das Handeln zu sensibilisieren und damit hoffentlich auch Ausgründungen zu erzeugen. Obwohl wir auch in diesem Jahr erneut digitale Veranstaltungen anbieten müssen, freuen wir uns, dass zumindest die ersten Veranstaltungen wieder vor Ort oder in einem hybriden Format stattfinden können. Ein ganz neues Format ist in diesem Zusammenhang die Startup Rally. Über ein Dutzend Partner und Partnerinnen in Hildesheim öffnen im Verlauf der Aktionswoche ihre Türen für alle Gründungsinteressierten. Neugierige Studierende, aber auch Schüler und Schülerinnen, junge Erwachsene können sich nicht nur einen Überblick über die Startup-Landschaft in der Region verschaffen, sondern gleichzeitig Kontakte knüpfen, Fragen stellen. Wie geht sowas überhaupt mit Gründung? Kann ich mir das auch zutrauen? Best-Practice-Beispiele erleben. Mit dabei sind Startups wie Yuko, die Sparkasse, Coworking Spaces wie das EZH und Cosmo Grün, die regionale Wirtschaftsförderung HIREC, die Agentur für Freiheit, der Verein FUNA, Clever Learning, ehemals Bildungsstudio Gerloff, Grammliebe, natürlich das CAT und viele, viele mehr. Doch erst einmal zurück zum Start. Wie jedes Jahr ist der Unternehmerinnen-Talk die Auftaktveranstaltung der Gründungswoche hier an der Universität Hildesheim. Und ich freue mich sehr, dass wir uns im Audimax, natürlich unter Einhaltung der 3G-Regeln und der Hygienemaßnahmen, treffen können und gemeinsam diskutieren können. Ein Talk lebt doch von der spontanen Interaktion mit geladenen Gästen, die live und ganz in 3D anwesend sind. Ein Talk in dieser Intensität lässt sich nicht im Videoformat simulieren. Für alle, die heute aus den verschiedensten Gründen nicht anwesend sein können, ich zähle leider auch dazu, deshalb leider nur eine Videoaufzeichnung, stellen wir zusätzlich einen Livestream in den YouTube-Kanal der CAT. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören, beim Fragestellen, beim Mitreden
und beim Diskutieren. Das Thema der Talks ist angelehnt an das Motto der Gründungswoche und heißt Gründen mit Vielfalt. Warum Diversität so wichtig ist. Diversität ist auch in Gründungsteams sehr wichtig, aber paradoxerweise sind Startups häufig homogener als die Universitäten selbst. Das könnte bei Startups aus der Universität Hildesheim heraus natürlich ganz anders sein. Schließlich sind wir eine Universität. Aus den 4 Fachbereichen heraus über die Fachbereichsgrenzen, die Unterschiedlichkeit ihrer wissenschaftlichen Disziplinen Synergien erzeugen kann. Und wir sind eine Universität, die auch in ihren Personen, sei es Mitarbeitende und Studierende, sehr divers ist. Als Beispiel für das fachbereichsübergreifende: Informatiker und Informatikerinnen können sich bei uns sehr gut mit den Kulturwissenschaftlerinnen ergänzen. Oder umgekehrt, die Studierenden der Sprach- und Informationswissenschaften komplettieren ein Team, das bis dahin nur aus Erziehungs- und SozialwissenschaftlerInnen bestanden hat. Der diesjährige Ideenwettbewerb der CAT hat ja auch eindringlich gezeigt, welche Innovationspotenziale in fachübergreifenden Projekten mit ganz diversen Teams liegen. Auf der Talkbühne sind heute passenderweise 6 sehr unterschiedliche Gäste zusammengekommen, um das Thema, warum Diversität so wichtig ist, gemeinsam mit unserer Moderatorin Juliane Amlacher zu diskutieren und sicherlich auch aus ihren ganz unterschiedlichen Hintergründen zu beleuchten. Dabei hat jede und jeder seine ganz eigene Sichtweise, Erfahrungen und vielleicht auch Lösungsansätze parat und möchte sie uns präsentieren. Ich bin sehr gespannt, ob wir die Vielschichtigkeit des Themas gemeinsam durchdringen können. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei diesem UnternehmerInnen-Talk und während der gesamten Gründungswoche. Viel Spaß und ich hoffe, Sie kommen auf gute, neue Ideen und gewinnen den Mut, auch ernsthaft einmal über eine Gründung aus Ihren Reihen nachzudenken. Viel Erfolg und alles Gute. Ich begrüße auch ganz herzlich nochmal alle Zugeschalteten über den Online-Stream und natürlich alle Gäste hier im Publikum. Und möchte natürlich zuallererst auch jetzt die Podiumsgäste begrüßen und ganz kurz vorstellen und Ihnen auch eine Einstiegsfrage stellen mit der Bitte um kurze jeweilige Antwort, nämlich was Sie persönlich mit dem Begriff Diversität verbinden. Ich begrüße ganz herzlich Frau Professor Dr. Ilona Ebbers, Wirtschaftswissenschaftlerin, hat den Lehrstuhl für Wirtschaftswissenschaften und ihre Didaktik an der Universität Flensburg. Ich begrüße weiterhin Philipp Friso-Hoxma, Gründer und Geschäftsführer der Weltspiele GmbH in Hannover und Kunststudent an der Hochschule Braunschweig. Dann begrüße ich Antonia Sensen, Studentin an der Universität hier in Hildesheim und Mitgründerin und Geschäftsführerin von der Agentur Agent Ally. Des Weiteren auf dem Podium Karim Taraf, Mitgründer und Geschäftsführer der Hava Dava GmbH. Zu meiner Linken noch Werner Wilmes, Unternehmer, langjähriger Vorstandsvorsitzender, Geschäftsführer, Gründer, Mentor und Politikberater. Und last but not least, wir gehen alphabetisch vor, Charlotte Zach. Herzlich willkommen auch an Sie, Psychologin und Kuratorin eines Newsletters Berührungspunkte und Beraterin in der Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung. Ja, Frau Professor Ebbers, was verbinden Sie ganz persönlich mit Diversität? Das ist ja einer Ihrer Forschungsschwerpunkte. Das ist richtig. Es ist auch ein sehr komplexes Thema, sodass es auch nicht einfach ist, direkt oder eine klare Antwort darauf zu geben. Aber oft wird dadurch ja auch Vielfalt verstanden oder darunter wird Vielfalt verstanden. Und sozusagen auch verschiedene, sage ich jetzt mal, Kategorien, beispielsweise auch Personen ausmachen können, ja, in der Diversitätsforschung, wenn man das subjektorientiert sich anschaut. Das so grob mal, Vielfalt kann auf verschiedensten Ebenen stattfinden, ja, inhaltlich, thematisch. Das heißt, wenn Sie jetzt jemand fragt, ein alternatives Wort für Diversität zu finden, würden Sie antworten Vielfalt? Grob ja, obgleich man unter Diversität teilweise ja auch viel Positives sieht, also dass Vielfalt immer auch positiv sein kann oder könnte. Und ich würde sagen, man sollte da ein bisschen reflektierter an das Thema rangehen. Also Diversität an sich ist nicht immer nur positiv. Ja? Also Diversität kann auch
negativ sein, wenn man sagt, Vielfalt beispielsweise, brauchen wir noch mehr, sage ich jetzt mal, diverse oder vielfältige Chipstüten und Chips, sage ich jetzt einfach mal, Marken. Macht das jetzt so viel Sinn? Ja? Mhm. Und was macht, also da könnte man schon mal drüber nachdenken, ja, ist Vielfalt immer nur gut? Mhm. Also wo sind da auch die Grenzen und was bedeutet das dann auch für Konsum beispielsweise? Also nur als Beispiel. Mhm. Mhm. Herr Hoeksma, wenn Sie in Ihren Kontexten sich das Thema Diversität anschauen als Gründer, ja, auch vielfältiger Gründer über die Jahre hinweg, Wo sind Sie mit dem Thema am meisten in Berührung gekommen? Ja, also mit dem Thema komme ich jetzt natürlich mit der Weltspiele als Club und Kulturbetrieb natürlich wahnsinnig stark in Verbindung, weil man natürlich jetzt durch diese 17 Monate Schließzeit natürlich auch viel Zeit zum Nachdenken hatte und wie will man so einen Kulturbetrieb gestalten. Und für mich bedeutet Diversität also aufeinander eingehen, Acht geben aufeinander und vor allem einladen statt ausladen, so würde ich das, glaube ich, beschreiben. Aber ich will jetzt nicht leicht kritisch drauf einsteigen, aber ich finde auch, dass gerade mit diesem Begriff auch aufgepasst werden muss, weil er auch teils, auch vor allem in der Wirtschaft sehr, sehr inflationär fast behandelt wird und ist auch ein Begriff, der sehr mit Vorsicht behandelt werden muss. Mhm. Das denke ich, genau. Mhm. Ja. Danke, ja, einladen statt ausladen finde ich schon mal einen schönen Untertitel für den heutigen Abend. Ich gebe weiter an Frau Sensen. Sie haben sich ja das Thema Diversität sehr stark auf die Fahne geschrieben mit Ihrer Agentur, die Sie gegründet haben. Vielleicht können Sie da noch mal sagen, was Ihre Motivation gewesen ist dafür, wie Sie damit in Berührung sind. Genau, wir arbeiten in einem sehr kreativen Bereich und Kreativität lebt von Diversität. Das heißt, umso mehr verschiedene Personen an unseren Projekten beteiligt sind, umso interessanter wird das Ergebnis. Und da ich auch schon vor unserer eigenen Gründung mit meiner Kollegin Madeleine Deppe im kreativen Bereich gearbeitet habe, war es mir ganz wichtig, dass wir uns das beibehalten, dass wir Menschen unterstützen, dass jeder und jede bei uns die Möglichkeit hat, gemeinsam mit uns zu arbeiten und dadurch halt tolle Projekte entstehen. Mhm. Ja, Herr Taraf, Sie haben selbst auch gegründet vor einigen Jahren und sind, würde ich jetzt mal so sagen, ein bisschen aus natürlicher Herkunft her schon mit dem Thema Diversität hier in Verbindung, ja, weil Sie kommen ursprünglich aus Kairo, sind dort geboren. Und was haben Sie für persönliche Erfahrungen damit gemacht und wie haben Sie vielleicht auch Ihre Erfahrung jetzt wirklich in die Gründung einbezogen? Ja, also für mich ist die Diversität genau das Gegenteil vom Schubladendenken. Diversität bedeutet, dass ich meine Identität für mich auswählen kann, dass ich die Freiheit habe zu entscheiden, wer bin ich und nicht im Gegensatz zu, wie ich wahrgenommen werde, wie dann sozusagen als mittelösterlicher Mann beispielsweise wahrgenommen werden, automatisch dann in diese Art Schubladen. Und so gehen wir auch als Startup-Team eigentlich mit unseren Bewerbungsgesprächen, auch mit der Teamsuche, dass wir natürlich, das ist ein mühsamer Prozess, aber man muss sich jede Person auch den Raum geben, selber gestalten, selber mitreden zu können und auch selber sozusagen sich selber die Identität auswählen und nicht automatisch sozusagen denken, weil die Person aus einem bestimmten kulturellen Hintergrund, Gedankensebene, also es muss nicht Diversität im Sinne von der äußerlichen Wirkung, Religion, Hautfarbe, das ist, sondern es muss auch die Wahrnehmung zu sein, dass ich divers sein darf, indem ich die Arbeit mache, zuzuhören, wie tickt eigentlich die Person vor mir und ich vornherein schon einen Vorurteil habe. Das vielleicht zum Hintergrund, wo ich darauf komme. Also ich bin in einer deutschen Schule gewesen, die nennt sich als Begegnungsschule. Das heißt, wir haben damals uns als auf gleiche Augenhöhe gesehen, die Kulturen, sowohl die ägyptische als auch die deutsche Kultur. Und natürlich heißt es genau das für mich, ja, Diversität, dass man sich auf eigener Augenhöhe sieht und nicht automatisch sagt, ja, man muss sich irgendwie was unterordnen oder überordnen. Und also so fängt für mich eigentlich Diversität an. Mhm. Also wenn ich es richtig verstehe, einerseits Identität im Kontext der persönlichen Identität, was auch immer man selber damit verknüpft, ja, was für einen auch selbst im Vordergrund steht, ob es das Geschlecht ist, ob es die Ethnie ist, ob es das Alter ist, etc. Und zum anderen auf Augenhöhe. Das, okay. Ja, vielen Dank, Herr Wilmes. Sie mit langjähriger Erfahrung in Unternehmen, in Führungspositionen, in eigenen Unternehmen, in Gründungen als auch in Beratungsfunktionen für Gründungen, wann sind Sie gefühlt zum ersten Mal mit dem Thema Diversität in Verbindung gekommen?
als ich in jungen Jahren im Ausland war und gesehen habe, was Diversität ausmacht. Unterschiedliche Ethnien, Kulturen, Entscheidungsgänge, Alter. Ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zur Diversität. Mhm. Diversität wird aktuell sehr, sehr gehypt, insbesondere an Universitäten, in den Medien. Das spiegelt sich in Teilen in Großunternehmen wieder. Das spiegelt sich sehr viel weniger wieder in Startups, in kleinen Unternehmen. Diversität wird nach meiner Wahrnehmung sehr stark verkürzt auf das Geschlechtliche. Mhm. Man reduziert es sehr schnell. Wir reden über Männer, wir reden über Frauen, wir reden über Trans, über Inter etc. Das gefällt mir überhaupt nicht. Mhm. Ein Begriff, der, ich glaube, noch sehr viel mehr, ob man das will oder nicht, noch sehr viel mehr an Fahrt aufnimmt. Ich finde, Buntheit in der Gesellschaft, in der Welt, sie ist da, sie ist ausdrücklich zu begrüßen. Sie birgt aber auch, sie birgt erhebliche Chancen, aber das klang eben schon an, ich glaube bei Frau Ebbers, Konfliktpotenzial, da könnte man eine Menge erzählen, was in Unternehmen mit einer diversen Aufstellung passiert, was sogar im persönlichen Freundesumfeld, wenn man viel unterwegs ist, ich habe mehr als die Hälfte meines Lebens wahrscheinlich im Ausland verbracht. Also ein Begriff mit vielen, vielen Facetten. Mhm. Wenn Sie sagen ambivalent, würden Sie unterschreiben, dass der Begriff Diversität so ein bisschen sich im Greenwashing befindet, wie auch das Stichwort Nachhaltigkeit? Also ist das vergleichbar oder also ist das ein Trend einfach nur oder wird es uns so oder so, es ist also aus meiner persönlichen Meinung her, überrollt es uns schon und ist da, ob wir wollen oder nicht, aber haben Sie das Gefühl, das bleibt jetzt das Thema oder ist es wie eine Welle und die wird in 2, 3, 4 Jahren wieder abebben? Also ich glaube, man muss unterschiedliche Kosmen sehen. Es gibt den Kosmos der Universität, wenn man das überhaupt so verallgemeinern darf. Dort wird es, ich glaube, auf Jahre ein Thema sein. Mhm. Das Gleiche, ich glaube, auch in vielen Medien. Auch im Mainstream, wenn Sie gleichwohl die Öffentlichkeit fragen, ist eher nach meiner Einschätzung eine sehr zurückhaltende, distanzierte Wahrnehmung und auch Beurteilung des Themas. Das Thema wird grundsätzlich an Fahrt aufnehmen, insbesondere bei, das ist meine Vergangenheit aus großen internationalen Unternehmen, groß ist für mich alles, was 10.000 und mehr Mitarbeiter hat, mit entsprechenden Milliardenumsätzen. Sie bekommen heute keine Finanzierung mehr zustande, wenn Sie nicht sogenannte Key Performance Indicators von großen Hedgefonds, von großen BlackRock, fällt mir gerade ein, wenn Sie die erfüllen. Geht einfach nicht mehr, ob man das gut oder schlecht findet. Das ist in kleineren, in Startups noch anders, das ist vielleicht in familiengeführten Unternehmen, insbesondere auch in Deutschland noch anders. Deutschland hat völlig andere Finanzierungssysteme. Wenn Sie mal nach USA schauen oder Asien, wo ich sehr häufig war, stellt sich die Welt ganz anders dar. Also auch da gibt es keine generelle Antwort. Insgesamt, glaube ich, wird uns das Thema Diversity, Race, Gender, ich glaube, in vielen Bereichen noch weiter über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte umfassen, mit all den sich daraus ergebenden Chancen. Aber auch, vielleicht kommen wir später darauf zu sprechen, mit den Konflikten. Also das Paradies wird nicht dadurch hervorgerufen, dass wir jetzt alle Gendern und Race aus der Verfassung streichen. Da sind wir noch ein Stückchen weit weg vom Paradies, meine ich. Ja, das eine ist ja auch das zu streichen aus einem Gesetzestext und das andere ist, wie man es lebt. Oder Verfassung sogar, genau. Und das andere ist, jetzt muss ich an dieser Stelle doch die McKinsey-Studie zitieren, die ja herausgefunden hat, zwar nicht für Deutschland, sondern überwiegend für den amerikanischen Kontinent und Großbritannien, dass, wenn Gender-Aspekte berücksichtigt werden, dass Unternehmen bis zu 25% mehr erfolgreich sind, wirtschaftlich erfolgreich, und wenn man ethnische Aspekte berücksichtigt, bis zu 36% sogar. Also so ganz von der Hand zu weisen. Das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall? Das ist nicht der Fall. Wenn Sie, ich habe Sie dabei, Sie können es gleich lesen, den Auszug mindestens. Also McKinsey in 20 Sätzen, will ich das nicht machen, in 5 Sätzen, eines der weltgrößten Beratungsunternehmen, ist für jemanden, der damit zu tun hat, der klassische, brutale Kostenkiller mit entsprechenden Images. Er versucht natürlich, Themen anzuakquirieren, um weiteres Geschäft zu machen. Darüber könnte man lange reden. Die McKinsey-Studie sagt nicht, Sie können es gleich nachlesen, sagt nicht, dass Unternehmen um 25 oder gar 36% erfolgreicher sind. McKinsey sagt im eigenen Text, die Wahrscheinlichkeit, dass Unternehmen erfolgreicher sind, in meinem Fall um 25% höher und die Wahrscheinlichkeit im anderen Fall um 36% höher. Es ist nicht so, dass, ich sag mal, wenn ein Unternehmen 1 Million Profit macht, sie in das Diversity-Thema einsteigen, sie dann
um 25% erfolgreicher sind, um 25% profitabler sind, 1,25 statt einer Million machen. Diese McKinsey-Studie hat sich in vielen Teilen verselbstständigt. Ich empfehle, diese McKinsey-Studie mal zu lesen, kritisch zu lesen. Sie gibt viele interessante Impulse, aber es ist nicht so, dass Sie möglicherweise sogar einen kausalen Zusammenhang herstellen können. Ich mache Diversity, sagt mein Bilanzmann, schau mal rein, und er sagt, Mensch, Wilm ist super, 25% mehr Profit oder gar 36%. Das ist nicht der Fall. Wir reden über Wahrscheinlichkeiten. Gut, wobei die Wahrscheinlichkeiten natürlich auch einen gewissen Maßstab oder eine Grundlinie haben müssen, an der sie sich orientieren. Also aus der Luft gegriffen einfach sagen, so und so viel wahrscheinlicher ist es, muss sich ja auf irgendwelche Untersuchungen oder Beobachtungen konzentrieren. Aber ich komme darauf gerne noch zurück im weiteren Abend, weil das würde ja so ein bisschen auch Ihre Haltung zum Thema, dass Diversität Trend vor allem in großen Unternehmen ist, dass viele sich damit auch schmücken, aber es in Wirklichkeit nicht entweder leben oder auch es nicht zu einer wirklichen Veränderung führt, würde es ja so, wenn ich es nicht ganz verstehe, auch unterstreichen. Aber bevor wir da tiefer einsteigen, möchte ich gerne auch noch natürlich Frau Zach begrüßen und Sie fragen, Sie haben ja nun wirklich auch eine starke Eigenmotivation, sich für eine bestimmte Zielgruppe in der Gesellschaft stark zu machen, als Aktivistin, als Sprecherin und eben auch als Herausgeberin eines Newsletters für Menschen mit Behinderung. Wie sind Sie denn mit dem Thema Diversität in Kontakt und was motiviert Sie, sich auch zu diesem Thema weiter zu engagieren? Also, wie Sie ja gerade gesagt haben, habe ich eine persönliche Betroffenheit als Mensch mit Behinderung in dieser Gesellschaft und damit gehöre ich zu einer Minderheitengruppe und auch zu einer dieser Minderheitengruppen, mit denen sich Unternehmen und auch andere Organisationen greenwashen können, indem sie zum Beispiel Personen pushen. Ich sehe das auch kritisch. Ich fand eben sehr interessant diese Frage danach, ob Diversität bedeutet das Aufheben von Kategorien. Das fand ich lustig, weil das ist eigentlich eher meine Definition von Inklusion. Und mit Inklusion beschäftige ich mich ja aus gegebenem Anlass recht viel. Und Diversität wäre für mich eigentlich eher das Ineinander-Schachteln von verschiedenen Schubladen. Also Diversität klingt für mich nicht danach, als würde man die Schubladen aufheben, sondern als würde man verschiedene Schubladen aufeinandertreffen lassen in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer das geschieht. Und Inklusion wäre die Aufhebung dieser Schubladen, also ein Miteinander, wo die einzelnen Merkmale von Personen, sei es jetzt das Geschlecht, die sexuelle Orientierung oder eben auch, ob man eine Behinderung oder eine chronische Erkrankung hat, nicht mehr relevant sind für die Teilhabe an dem gesellschaftlichen Leben. Und da fand ich auch gerade die Diskussion darüber, ob Diversität in Unternehmen dazu führt, dass Unternehmen erfolgreicher sind im monetären Sinne, sehr interessant, weil ich mich dann als Mensch mit Behinderung frage, muss das überhaupt sein? Also ist das überhaupt die Motivation, die dahinter stehen muss? Oder könnte man nicht auch sagen, ja, es gibt diesen monetären Aspekt und natürlich ist es schön, wenn es zu einem größeren Erfolg führen würde, wenn ein Unternehmen diverser aufgestellt ist, aber hat ein Unternehmen nicht auch eine gesellschaftliche Aufgabe, eine Verantwortung und wenn es dazu führen würde, dass ein Unternehmen gleich gut ist, also keinen Nachteil dadurch hat, dass es diverser ist, sollte das nicht eigentlich schon reichen, um ein diverseres Unternehmen zu sein. Ja, danke Frau Zach. Frau Professor Ebbers, Sie haben ja als Forschungsschwerpunkte Diversity Education und auch die Entrepreneurship Education und Gender Education. Das heißt, was ist aus wissenschaftlicher Sicht eigentlich der richtige Weg? Vielleicht gibt es auch nicht den einen richtigen Weg wahrscheinlich, wie man diese Themen wirklich so aufgreift oder so implementiert, dass sie gelebt werden. Und jetzt nicht nur einem Ziel, wie zum Beispiel dem Profit eines Unternehmens, untergeordnet werden. Ja,
Also auch das, ich stelle Ihnen hier so komplexe Fragen. Ja, sehr komplexe Frage. Und in der Tat ist es wahrscheinlich so, dass wir bislang noch keine wirklich einzige Antwort darauf finden können. Ne? Und ich habe zum Beispiel den Eindruck, dass es bei so Teamprozessen, gerade bei Startups in Gründung, nicht unbedingt die eine richtige Lösung gibt. Also ich glaube, es ist einfach viel zu vielfältig, was in solchen Gründungsprozessen passiert, als dass du im Prinzip immer kausal das denken kannst. Sondern ich glaube, es ist so, dass diese Diskussionen, die ja richtig sind, ja, also diesen Dissens dann auch zu führen, ne, das war ja alles sehr spannend, dass es eher dazu führt, dass man verschiedene Wege geht und da breiter sich aufstellt und auch da vielleicht das Wort Vielfalt, ne, da nochmal nimmt. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Gründungsteams beobachte, ja, in der Forschung, gerade Startups aus Hochschulen, Universitäten, dass doch da das Thema der Dominanz eine große Rolle spielt. Also wer in der Gruppe führt, wer ist in der Gruppe dominanter. Und dann entstehen sehr schnell meinungsverstärkende Prozesse. Und viele kennen sich auch nicht so richtig aus, nähern sich dem Thema erstmal an, müssen für das Thema erstmal sensibilisiert werden, haben so ein Thema wie unternehmerisches Denken und Handeln so in der Form noch gar nicht so richtig erlebt, kommen da so langsam rein, werden an das Thema herangeführt. Ja. Und wir haben da meist so Projekte, die nicht unbedingt jetzt auch umgesetzt werden, sondern erstmal simulierend an das Thema herangeführt wird. Ja. Also man hat ein Projekt und ein bestimmtes Thema und denkt sich, ja, das könnte doch was Interessantes sein, ob das am Ende dann aber tatsächlich umgesetzt ist, ist was anderes. Und da kommt dann wieder tatsächlich auch sowas zum Tragen, dass meist dann auch die weiblichen Mitglieder oder ich sage jetzt einfach mal diejenigen, die möglicherweise als weiblicher identifiziert werden können, an der Stelle eher sich zurückhalten, dann mit der Gruppe gehen, diejenigen, die dominant sind. Und das sind oftmals dann doch eher die männlichen Gruppenmitglieder. Ich sag mal, ich will jetzt keine Stereotypen an der Stelle aufmachen, aber um das so ein bisschen so einsortieren zu können. Ja. Und stelle ich fest, dass dann die Frage ist, was mache ich jetzt mit der Diversität? Wie kann ich denn sowas wie wir begegnen uns auf Augenhöhe überhaupt herstellen in dem Moment? Und das kannst du eigentlich nur, indem du wirklich auf die Metaebene gehst und die Ermöglichung das ermöglichen kannst, dass das, was da gerade passiert, tatsächlich auch reflektiert wird. Dass die wissen, was jetzt da in dieser Dynamik überhaupt passiert. Ja. Und das musst du erstmal rekonstruieren, dieses Konstrukt, was du sozial hast, meinetwegen Gender nennst, um vielleicht irgendwann mal zu einer Dekonstruktion zu kommen. Aber es ist halt wirklich schwer, weil es halt auch gesellschaftlich sehr stark geprägt ist. Ich habe das jetzt mal an einer Dimension, Geschlecht aufgemacht, aber ja. Hm. Also es gibt ja durchaus neuere Methoden, agile Methoden wie Scrum, Service Design, Design Thinking, die genau methodisch unterstützen würden, dass man sich immer wieder auf der Metaebene reflektiert und gemeinsam Entscheidungsprozesse interdisziplinär voranbringen kann. Mhm. Das ist der Idealzustand. Der tatsächliche Zustand ist ja auch, dass man, simuliere jetzt, dass man eine wahnsinnig tolle Idee hat, eine Vision. Herr Taraf und Herr Wuchsmann, Sie müssen da gleich dann aus dem Konkreten erzählen. Und die treibt einen an und man schaut, welche Ressourcen habe ich zur Verfügung, wer macht da mit wem verstehe ich mich gut und so bilden sich die Teams. Und damit gebe ich jetzt die Frage an Sie beide, wie ist es in der Realität und was würden Sie vielleicht heute oder haben Sie jetzt heute in den letzten ein, zwei Jahren anders gemacht als vielleicht noch vor 10 Jahren
in der Gründung, in dem Aufbau eines Unternehmens? Ja, man muss da schon so sagen, dass ich auch ein bisschen reingestolpert bin in diesen ganzen Gründungsprozess dieses Kulturbetriebes. Und umso mehr ich eigentlich in alles reingerate mit der ganzen Gruppe an Künstlern, umso stärker wird diese ganze Auseinandersetzung. Und ich denke, dass es auf jeden Fall wichtig ist, auf der Metaebene sich immer wieder zu reflektieren und Woche für Woche zu treffen, in der Gruppe zu besprechen. Versuchen, flache Hierarchien herzustellen, aber stellen halt auch fest, so, wir haben ein Awareness-Konzept geschrieben, also wirklich über alles sein, dass es aber auch wichtig ist, dass eine gewisse Bereitschaft vorhanden ist. Also man hat irgendwie eine Idee, die Gruppe wächst, Leute kommen dazu, bestimmte Departments sind besetzt und am Ende des Tages, nach einer Woche und irgendwelchen Fehlentscheidungen, die getroffen worden sind oder Vorkommnissen, die es gab, ist es dann wichtig, immer wieder zusammenzusitzen, zu reflektieren. Und genau, eine gewisse Bereitschaft für diese Prozesse einfach zu entwickeln. Ja. Bereitschaft kann ja verordnet werden, theoretisch. Also damit kommen wir zu dem Thema Führung in solchen Teams. Ne? Wie sind da Ihre Erfahrungen? Sie haben jetzt von dem Awareness-Prozess gesprochen. Also Sie haben ein Awareness-Team auf die Beine gestellt. Genau. Vielleicht mögen Sie dazu mal 2, 3 Sätze sagen. Und wie Sie mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genau diesen Prozess angehen, damit auch die Bereitschaft weiterhin da ist? Ja, wir haben quasi Regeln aufgestellt, wie wir miteinander sein wollen, welche wir nicht akzeptieren innerhalb dieser Mauern. Also keine Ahnung, Rassismus ist klar, wird ausgeschlossen, Übergriffigkeiten werden ausgeschlossen, bestimmte marginalisierte Gruppen, Transsexuelle, Homosexuelle zu schützen, quasi ein safer Space, also diesen Safe Space gibt es ja nicht, sondern einen safer Space zu kreieren, und umso mehr man das macht, umso komplexer wird das, und dann findet es auch tatsächlich statt, dass Leute auch wieder zu Gesprächen eingeladen werden. Es gibt auch Übergriffigkeiten, was weiß ich jetzt, im Nachbetrieb, jemand fühlt sich irgendwie angegriffen, ohne dass der andere das vielleicht merkt, dann muss man immer wieder zu Gesprächen einladen, und das ist schon auch ein sehr aufwendiger Prozess. Ja. Das heißt, da gibt es dann eine Ansprechpartnerin oder Ansprechpartner? Mehrere Ansprechpartner. Okay. Während jeder Veranstaltung, Konzerte, Ausstellungen, im Nachtbetrieb gibt es dann Ansprechpartnerinnen tatsächlich. Und die tauschen sich dann erstmal untereinander aus? Also sie verständigen sich da oder die verständigen sich untereinander, die sprechen mit Gästinnen, mit Gästen, was vorgefallen ist. Gab es jetzt Gott sei Dank bei uns noch nicht so viel. Wir haben jetzt erst das 5. Wochenende auf, das muss man auch sagen. Deswegen ist alles noch sehr, sehr frisch im Prozess. Und wenn das dann nicht ausreicht, dann wird jemand dazu geholt, der eben noch eine höhere Entscheidungsgewalt hat und die Leute im Zweifel dann oder im schlechtesten Fall auch aus dem Betrieb dann entfernen muss. Genau. Mhm. Aber wenn ich richtig verstehe, ist das Thema also bei Ihnen schon durchaus verankert und von Anfang an mitgedacht? Ja, ich habe Frau Zach, glaube ich, ne? Genau, das wollte ich auch nochmal aufgreifen. Das ist für uns eigentlich auch noch fast der wichtigere Prozess gerade. Also ich glaube, unser Team besteht aus 14 Nationen. Wir versuchen beispielsweise diesen ganzen Komplex barrierefrei zu bauen, und das Thema der Inklusion ist eigentlich fast für mich das wichtigere Thema, also dass Leute, die zum Beispiel ein Handicap haben, sich ohne Begleitung, ohne Awareness-Team zurechtfinden können. Das geht schon los auf der Internetseite, da haben wir diese Awareness-Texte in 27 Sprachen übersetzt und versuchen das komplett als ein System durchzuziehen, so wie wir als KünstlerInnen, MusikproduzentInnen uns vorstellen, miteinander zu leben oder umzugehen, was natürlich sehr idealistisch ist und vielleicht ich da einen ganz anderen Blickwinkel habe als Herr Wilmes, als Herr Erden, dann von innen heraus aus einem Kulturbetrieb kommt. Ne? Herr Taraf, was sind Ihre Erfahrungen oder was ist auch Ihre eigene innere Haltung dazu? Was ist Ihnen wichtig? Also wenn ich erstmal über uns als Startup rede, also HWDAO besteht zu, ich glaube, 50% Gender Balance sozusagen. Wir haben auch 11 Nationalitäten, also 27 Leute aus 11 Nationalitäten. Es war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir möchten jetzt divers sein. Jetzt geht es um Diversity, und es war auch nicht so, dass ich jetzt sage, ja, investiert an den HWDAO, weil wir das erfolgreichste Unternehmen von allen sein werden, weil wir halt diese Zahlen haben, weil wir so divers sind. Es sind die gleichen Risiken wie alle, aber für mich ist einfach wichtig zu verstehen, dass das Thema, bezüglich auch was ich gehört habe zum Thema dieses Greenwashings, es fängt nicht, wenn man gerade das Vorstandszimmer betritt, oder es fängt nicht erst an, wenn man gerade ins Büro reinläuft. Es fängt an,
schon von vornherein von den Bewerbungsgesprächen, von wie man sich im Alltag überhaupt bewegt, wie man mit den Leuten umgeht, weil zu überlegen, welche Hindernisse eine Person mit Behinderung, eine Person mit anderer Hautfarbe, mit anderer Kultur eigentlich bewältigen musste, bis zu dem Zeitpunkt in dem Raum, gleichen Raum zu sitzen, da muss man das erstmal wahrnehmen und nicht einfach sagen, weil wir jetzt ein Zimmer sind, ich will divers, das heißt hier einfach jeder darf reden, sondern es muss schon in der Realisierung sein, dass die Diversität, wie gesagt, schon in den kleinen Momenten des Alltags anfängt und nicht nur in den größeren Konzernen sozusagen, in den Räumen. Und dementsprechend auch die Denker, weil sehr oft ist es so, dass die Benachteiligung nicht schlecht motiviert ist. Es gibt ein sehr bekanntes Beispiel, als Kodak die erste Kamera mit Farbe veröffentlicht hat, in den 60ern, glaube ich, war das. Da haben sie ja die ganzen Chemikalien gezeigt und gesagt, wie man sie mischt, um die Standardfarben zu etablieren. Und da gibt es ja die Geschichte, dass die Farben damals für dunkelhäutige Menschen überhaupt gar nicht differenzierbar waren, weil die Leute, die das damals entwickelt haben, waren alles Ingenieure, weiße Männer letztendlich, die das gemacht haben. Und es gab dann die Beschwerden und da hat man gar nichts gemacht. Und nachher in den 70ern hat man dann die Farben wirklich kalibriert und gesagt, sollte für alle letztendlich unterschiedlichen Typen von Menschen die gleiche Möglichkeit geben, dass man sie in Fotos wahrnehmen kann. Und die Marketingbegründung war damals, ja, sie haben sehr viele Beschwerden bekommen von den Schokoladenherstellern, dass die Marketingabteilung gesagt haben, die können gar nicht die unterschiedlichen Sorten. Das heißt, entlang der gesamten Story gab es keine schlechte Intention. Es ist einfach, dass sehr oft die Nachteile, die man systematisch im Alltag sieht, gar nicht wahrnimmt. Vor allem, wenn man in solchen Groupthink, also wenn man ähnlich denkt, das kann man sich gar nicht hereinversetzen. Und dementsprechend für mich ist es einfach wichtig, von vornherein, wenn man eine Person sieht, ganz egal von welchem Hintergrund, kann genauso gut weiß-europäisch sein, dass man immer von Null anfängt, nicht auf irgendwas aufbaut, eine Schublade aufbaut, die man irgendwo in dem Kopf hat. Und das ist mühsam, das braucht Energie, aber das ist, glaube ich, die einzige Alternative. Ja. Und ist das so, dass Sie dann als Gründer und Führungskraft, auch wenn Sie sicherlich auf Augenhöhe arbeiten, dass die diese Verantwortlichkeit tragen und immer wieder darauf achten, dass die anderen auch so mitziehen? Oder ist es so, dass Sie die anderen so weit inspirieren, motivieren können, dass das so ein Selbstläufer ist? Also so ein bisschen hatte ich es verstanden bei Ihnen, dass Sie natürlich auch Ihr Team einerseits so aufgestellt haben, aber andererseits auch eine sehr starke Eigenmotivation bei den Beteiligten da ist, das gemeinsam zu leben, diese Haltung. Ja klar, aber natürlich auch als wir als weißer Cis-Mann vielleicht auch nicht alles sehen kann und mir dann einfach auch andere Leute dazu holen muss, weil ich ein ganz anderes Gefühl dafür habe. Also ich meine, man muss sich halt auch klar machen, dass auch in der Kunst- und Kulturszene ist es, glaube ich, so, dass 85% aller führenden Betreiber sind eben weiße Cis-Männer. Und dann versuche ich natürlich mir auch eine gewisse, ich nenne es jetzt mal Beraterstab, um mich herum zu integrieren, um dann vielleicht selber auch Schranken abbauen zu können, die ich vielleicht gar nicht sehen kann. Oder so. Ich halte es als quasi unmöglich, dass es ein Selbstläufer wird. Okay. Meine Erfahrung ist, man verfällt immer wieder in manchen Denken. Faulheit spielt eine Rolle. Aber dann ist es wichtig, ein Ohr und ein Auge dafür zu haben, weil wenn das passiert, dann nimmt man das Teammitglied, dann nimmt man und sagt man, da war das nicht okay sozusagen. Also ich glaube schon, ich habe vor kurzem mit jemandem darüber gesprochen, der sich beschwert hat, dass jemand ihm gesagt hatte, I don't see any color. Also die Person, mit dem ich war aus ein Nigerianer in einer Führungsposition. Und natürlich nimmt man sowas wahr, aber es heißt nicht, dass man automatisch eine Bewertung einnehmen. Das ist der Unterschied. Und dementsprechend ist es, glaube ich, ganz normal, mit Diversität umgehen zu können. Wichtig ist einfach nur nach wie vor, dass man ein offenes Auge und Ohr hat, wenn man merkt, okay, da war eine Wertung drin, die auf eigene Denkmuster basiert. Und das ist eine sehr große Herausforderung. Also das ist eine für jemanden, der unterschiedliche Migrationshintergrund, unterschiedliche Religionen, also das sieht man heutzutage, deshalb Selbstläufer wird es, glaube ich, nie sein. Was für Instrumente nutzen Sie, um da sich selber immer wieder ein Stück weit zu beobachten, zu reflektieren? Eigentlich haben wir keine Instrumente bisher, außer dass wir sehr oft einen Austausch haben mit individuellen Teammitgliedern und dass wir am Anfang weiß, okay,
diese Person ist sehr zurückhaltend, das heißt, man muss da versuchen, die Meinung irgendwie aktiv irgendwie rausholen, raushören. Aber ansonsten haben wir jetzt keine Tools, irgendwie kein Scrumboard oder irgendwie sowas. Also ich kenne, ich glaube McKinsey war das, die haben eigene Leute, die in den Räumen sitzen, die werden am Anfang designiert. Du bist jemand, der ein Auge offen hat für diese, wie heißt es, dieses Bias. Und er muss dann aufpassen sozusagen als Aufgabe. Das haben wir jetzt nicht als Framework. Mhm. Ja. Frau Sensen, was sind denn Ihre Erfahrungen, wo Sie sich selber diese, Haltung sehr stark in Ihr Unternehmen auf die Brust geschrieben haben, wenn Sie dann mit Kunden, also Aufträge von Kunden bekommen, die diese Sensibilität noch nicht haben, vielleicht auch gar nicht so vordergründig Sie buchen, weil Sie diese eigene Haltung mitbringen. Was erleben Sie da in der Zusammenarbeit? Bisher tatsächlich noch gar nicht allzu viel. Wir thematisieren das jetzt nicht bewusst dem Kunden gegenüber. Mhm. Wir haben es auf unserer Website stehen, das heißt, es ist einsehbar für uns, dass dieses Thema für uns wichtig ist, aber wir kommunizieren es nicht zusätzlich. Für uns oder für mich persönlich ist es einfach ganz wichtig, die Menschen zu stärken, an ihre eigenen Ideen und an ihre eigenen Träume zu denken, vollkommen davon ab, welchen Background sie haben. Und das muss bei uns nicht unbedingt ständig ausgesprochen werden, sondern das muss einfach gelebt werden. Ja, Herr Wilmes, jetzt haben wir hier natürlich verschiedene Personen sitzen, die sehr stark motiviert sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Sie hatten vorhin angedeutet, dass das ein großes Konfliktpotenzial hat und dass die Unternehmen national wie vielleicht auch international sich mit diesem Thema sehr unterschiedlich glaubhaft auseinandersetzen. Was würden Sie denn so auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 ganz hoch ist und 1 ist ganz wenig, was würden Sie denn sagen, wie glaubhaft sind Unternehmen in Deutschland im Punkto Diversität unterwegs? Das kann ich Ihnen nicht auf einer Skala sagen. Wir haben 3,5 Millionen, je nachdem, welche Basis man nimmt, 3,5 Millionen, andere sagen 4 Millionen Unternehmer, wenn Sie die Einzelpersonenunternehmen sehen. Ich kann Ihnen vielleicht mal ein paar Beispiele aus dem Großunternehmen nennen. Mhm. 162 Nationen vertreten in dem Unternehmen, das ich geführt habe. Jeden Tag kulturelle Themen, auch kulturelle Konflikte. Ich will Ihnen mal ein ganz banales nennen, auf das man spontan gar nicht kommt. Wir haben einen Führungskreis angerufen, Männer, Frauen, unterschiedliche Alter, unterschiedliche Fähigkeiten, aber eben halt Führungsräte. Hatten Farbige dabei, die sich dann daran stießen, dass der eine oder andere sagte, sie sind farbig. Mhm. Wir haben uns im Führungskreis verständigt, wie gehen wir damit um? Dann sagt einer, ist doch klar, people of color. Ganz unkritisch. Und mein Statthalter aus Südafrika sprang hoch, empört. Warum? People of color ist ein Kampfbegriff aus der damaligen Apartheid-Zeit in Südafrika. Ich will Ihnen sagen, Sie können gar nicht so tief denken, wie es passiert. Sie müssen von Anfang an eine gewisse Konfliktbereitschaft mitbringen. Ich glaube, das machen die Unternehmen anders, was verständlich ist. Sie werden keinen geschriebenen, formulierten Code of Conduct haben oder Corporate Governance. Das ist bei Großunternehmen, das mag vielleicht schon ab 500 Mitarbeitern anfangen, ist einfach Standard. Das heißt, eine geschriebene Unternehmensverfassung, die von oben anfängt. Der Chef muss das vorleben und das muss er ganz deutlich vorleben. Und es ist ein Bottom-up, es ist ein Top-Down-Approach. Und ich sehe schon, weil Deutschland ist eine Exportnation, Deutschland hat, ich glaube, weltweit die meisten Kontakte ins Ausland hinein, alleine schon aufgrund der hohen Exportquote, die wir haben. Sondern ich sage auf Ihre Frage, so ein bisschen in einem längeren Atem zurückzukommen, wir sind sehr weit, das ist meine persönliche Wahrnehmung, auch mit Blick aus dem Ausland. Es gibt einige Auswüchse, man darf auch das Thema Diversität, jetzt bin ich mal wieder der klassische Unternehmer, nicht als das Oberziel, das alleinige Oberziel eines Unternehmens sehen. Erlauben Sie mir das zu sagen, und ich gehe ganz kurz auf Frau Zach zurück, es wäre schon schön, es muss nicht 36% oder 25% mehr Profit sein, Klammer auf, vergessen Sie das bitte, dass jemals sowas kausal zutrifft. Das ist, gestatten Sie mir das Wort, absurd, das ist Unsinn, was McKinsey dort gesagt hat. Aber wenn wir hier einfach mal dahin gehen und sagen, lassen Sie uns die Chance nehmen, die in der Diversität nehmen, aber lassen Sie uns bitte, das ist der Punkt, den ich machen möchte, daran denken, das erste Ziel eines
privatwirtschaftlich agierenden Unternehmens ist was? Sie sehen mir das nach. Ist nicht Diversity, ist nicht Gender, ist nicht die Frage, ob ich mit Stern oder mit Bindestrich schreibe. Es ist die simple Frage, schaffe ich es, ein vernünftiges Unternehmenskonzept zu haben, was dauerhaft Erträge schafft, die mir damit die Möglichkeit gibt, mein Unternehmen auszubauen und dann die große Vielfalt des Lebens zu nutzen. Ich fühle mich am wohlsten mit, in dem letzten Beispiel, 162 unterschiedlichen Ländern, mit unterschiedlichen Kulturen. Das ist ein Glücksgefühl. Aber das Paradies ist es nicht. Sie tappen jeden Tag in neue Fallen, die sie noch gar nicht im Ansatz berücksichtigt haben, eben an dem Beispiel People of Color, wo alle Leute glücklich waren, bis ihm halt mein hochgeschätzter südafrikanischer Statthalter sagte, don't do that, mach sowas nicht. Welchen Alternativvorschlag hatte er denn als Begriff? Er hatte keinen vernünftigen, der auf alle 162 Länder zutrifft. Mhm. Es gibt keinen. Es gibt keinen. Es gibt Themen, die können Sie nicht lösen. Sie können Fairness nach außen strahlen, Sie können Glaubwürdigkeit nach außen strahlen, das müssen Sie als Führungsperson machen. Ich fand das, was Professor Meutschitz gemacht hat, sehr gut, aber gestatten Sie mal, ich sehe ihn gerade gar nicht mehr. Ist er musste schon los. Er musste los, dann hört er das leider Gottes nicht mehr. Damit können Sie in einem Unternehmen sehr wenig anfangen. Ist es trotzdem gut? Ich finde ja, in der theoretischen Beschäftigung. Aber wenn das einer meiner Abteilungsleiter vortragen würde, würde ich ihn erstmal einsperren. Ich sage das mal sehr salopp. Sie haben ganz andere Themen, insbesondere in der Startup. Da können auch die Damen und Herren links und rechts von mir und auch meine Wenigkeit eine ganze Menge sagen. Sie haben eine tolle Idee und brennen dafür und sind rund um die Uhr bis zur Erschöpfung mit dem Thema dabei, das Startup zum Überleben zu bringen, es aufzubauen. Die Startups, die für sich auf die Fahne geschrieben haben, Diversity First, sind die homogensten Gruppen, die Sie weltweit finden können. Da ist nichts mit Diversity, was ja auch völlig verständlich ist. Es gibt Ausnahmen, wir haben vielleicht eben das eine oder andere gehört. Aber klassischerweise haben Sie ein Startup, 1, 2, 3, vielleicht 5 Personen, die kommen aus einem sehr identischen Umfeld, sind meistens miteinander bekannt, vielleicht sogar befreundet, und die legen erstmal los. Die haben nicht Diversity an Nummer 1. Nicht, weil sie was gegen Diversity haben, aber sie haben andere Themen. Sie müssen Tag und Nacht darum kämpfen, dass sie ein Unternehmen aufbauen können, müssen Tag und Nacht überlegen, ist das Geld morgen noch für die Löhne da? Verstoße ich schon wieder gegen irgendeine behördliche Bestimmung, irgendein staatliches Aufsichtsgremium? Sie sind ja immer mit dem halben Bein im Chaos und haben möglicherweise das Geld, was sie von Eltern, Freunden, Verwandten eingesammelt haben, um ihr Startup nach vorne zu bringen, immer at risk. Könnte morgen früh alles weg sein. Es ist schade für Sie, aber auch sicherlich für die Geldgeber. Also, ich will das nicht weiter ausufern lassen. Ich kann Ihnen leider kein Ranking von 0 bis 100, nicht mal von 0 bis 10 nennen. Das wäre unfair und es wäre nicht seriös. Ja, ich meinte jetzt natürlich so aus Ihren beruflichen Erfahrungen mit, natürlich nicht, sind Sie nicht in allen Unternehmen gewesen in Deutschland, aber man hat ja so ein Grundgefühl aus der Verschiedenheit der Unternehmen, die man auch so gesehen hat. Da Sie jetzt wirklich nochmal sehr konkret auch angesprochen haben, womit Gründerinnen, Gründer, Gründungsteams wirklich zu tun haben. Das ist ja eine der Hauptfragen für heute Abend. Ne? Ja. Was brauchen Gründungsteams, um sich gut aufzustellen und auch um erfolgreich zu sein? Was ist die Realität? Was ist das Wunschdenken? Und wo gibt es vielleicht Einflüsse oder Empfehlungen, die es doch sinnvoll macht, mit reinzunehmen? Und wo würden Sie jetzt aber auch sagen, nice to have, aber das wird in den ersten 4, 5 Jahren keine Rolle spielen, oder aber das, was eben eine der Hypothesen der McKinsey-Studie war oder ja, Untersuchung, dass der wirtschaftliche Erfolg wahrscheinlicher ist, wenn man Teams divers aufstellt. Würden Sie da sagen, ja, nett gehört zu haben, aber vergesst es bitte, gründet homogene Teams, weil dann versteht ihr euch gut untereinander, ich provoziere jetzt, ja, und damit habt ihr aber eure Idee gut aufgesetzt und habt nicht noch mehr Probleme als sowieso schon. Ja, macht die Antwort nicht leichter. Also erstmal möchte ich mal eine Lanze brechen für das Team CAT und für Professor Pezulis, der endlich mal das, was, verzeih mir das, Sharky, was lange schon überfällig war, dieses zu gründen, das zu bringen als Brücke zwischen Universität, Forschung und Lehre auf der einen Seite und Praxis. Komme ich vielleicht später nochmal darauf zurück. Es gibt keine, nach Motto, bitte divers. Der klassische Fall, dass Sie von einer unternehmerischen Idee angepackt werden. Sie werden ja nicht als Unternehmer geboren, die meisten jedenfalls nicht. Haben vielleicht sogar keinen unternehmerischen, elterlichen Hintergrund. Sind an der Uni, hören was Tolles zum Thema Wirtschaft. Oder Sie sind nicht an der Uni, Sie haben irgendeine Idee.
müssen Sie entscheiden, ist das eine tolle Idee, keine tolle Idee, dann kommt der Tag, wo Sie losstürmen. Da müssen Sie typischerweise mit den Ressourcen, die Sie haben, Sie haben dann noch keinen Kontakt zu Herrn Taraf. Bedauerlicherweise hätte ich gerne als Start-up, um schon mal meine Kairo-Verbindung zu haben, oder Herrn Höchstma hätte ich ganz gerne getroffen in Hannover mit seinem Background, oder Frau Zach. Und von meiner Kollegin zu meiner Linken ganz zu schweigen. Diese Ressourcen habe ich gar nicht, wenn ich Start-up mache. Ich habe eine Idee, bin gefangen davon, bin hoffentlich unter Strom, diese Idee zu einem Erfolg zu führen. Ich muss mich beschäftigen, wo kriege ich das Geld her, um morgen früh meinen Lohn zu zahlen, um möglicherweise Löhne und Gehälter meiner Angestellten zu bezahlen. Und wenn Sie glauben, ich hätte 100% meiner verfügbaren Zeit für diese Themen, muss ich Sie leider enttäuschen. Die Umfeldbedingungen für ein Start-up, nicht nur in Deutschland, aber gerade in Deutschland, sind noch nicht besonders günstig. Sie haben erstmal tonnenweise Formulare auszufüllen für irgendwelche Aufsichtsgremien staatlicher Seite. So, das heißt, Sie müssen mit begrenzten Ressourcen, müssen Sie Tag und Nacht arbeiten, gehen nur Höhen und Tiefen, ist viel Leid, viel Schmerz dabei. Die schönen Seiten muss ich gar nicht beschreiben, sonst täte man das nicht. Und die Aussicht auf die schönen Seiten, nämlich eine wirtschaftliche Unabhängigkeit zu erzielen. Vor 20, 30 Jahren hätten BWL-Studenten gesagt, Gewinnmaximierung. Da hat sich natürlich auch eine ganze Menge getan. Heute fragt man einen Unternehmer, eine Unternehmerin, what's the purpose? Why are we in? And for what are we in? Wofür gibt es uns? Das sind schon Themen, die einen befassen. Aber es geht ganz banal. Du musst immer fragen, wo ist mein Büro? Wo will ich das haben? Kann ich mir eine Miete leisten? Wer macht die Steuererklärung? Und wer macht ein bisschen Controlling und meine Bilanzen? Das sind so die ganz banalen Themen. Man möge mich korrigieren, wenn ich in einer anderen Welt lebe, die jeden Start-up-Unternehmer, jede Start-up-Unternehmerin beschäftigen. Und wenn Sie mir das gestatten, wenn es denn hoffentlich geklappt hat und Sie haben das Unternehmen aufgebaut und wir haben ja hervorragende Beispiele zu meiner Linken und zu meiner Rechten, dann, gestatten Sie mir das Wort, es ist nicht ganz passend, kommt die Kür. Dann tue ich auch etwas. Dann gebe ich auch Menschen, die leistungsbereit sein müssen. Ich stelle keinen ein, nur weil er divers ist. Ich stelle einen ein, weil er zum Team passt, weil er zum Erfolg des Unternehmens beitragen kann. Und es ist dann toll, wenn ich eine tolle, bunte Mannschaft zusammen habe. Aber meine Agenda ist erstmal nicht Diversity first, sondern meine Agenda ist, das Startup aufzubauen, nicht nur überleben zu lassen, sondern erfolgreich zu machen. Und auf dem Wege dahin ergibt sich ja so viel. Große Unternehmen sind ja schon von Natur aus, ich sag mal, divers. 162 Länder, die können Sie nicht alle mit Niedersachsen bestücken, das geht nicht. Weder eine gute Idee, noch könnten Sie es. Jetzt reden wir ja immer von den Teams oder den Gründerinnen und Gründern, die das erstmalig tun. Ne? Und ja. Ich will ja versuchen, auch so ein bisschen herauszuarbeiten, welche Fehler kann man vielleicht überspringen oder was kann man vielleicht von Anfang an ein bisschen mehr in den Fokus rücken, dass man nicht drei Startups braucht, bis man erfolgreich wird, weil das kursiert zumindest in Berlin, wo ich bis vor 2 Jahren gelebt habe, war das, was jeder einem erstmal gesagt hat, wenn man sich selbstständig macht, naja, als erstes Startup, so im dritten, dann schaffst du es ungefähr. Motiviert ungemein. Natürlich ist diese Frage sehr komplex und geht weit mehr, adressiert weit mehr als nur die Diversität. Herr Taraf, Sie wollten noch, glaube ich, ergänzen gerade. Gerne, aber ich vielleicht erstmal die Runde, aber ich kann gerne noch mal darauf. Ja, wenn es direkt dazugehört, okay. Würde ich gerne Ihnen das Wort geben. Also ich meine, es geht hier nicht die Aufgabe des Gründers zu sagen, neben den ganzen Herausforderungen muss ich irgendwie jetzt die Diversität in meinem Team und in meiner Arbeit reinbringen. Aber gleichzeitig gehört es auch, sollte man sicherstellen, deshalb habe ich auch gesagt, es fängt ja nicht im Büro an, es fängt in den Weg bis zum Büro. Dass man natürlich die Möglichkeit hat, alle Ressourcen, die eine Uni hat, weil Unis sind öfters, die Studierenden sind öfters sehr diversen Hintergrund, dass sie auch alle die gleiche Chance haben, an meinen Ausschreibungen, an meinen Tasks irgendwie zu finden. Wir haben zweimal Menschen aus Übersee, einmal aus Indien, einmal aus USA nach Deutschland geflogen. Das war auch bürokratisch ein Horror, das überhaupt umzusetzen. Aber das waren tatsächlich die besten Kandidaten. Wir waren froh, dass sie uns gefunden haben. Und ich glaube, das ist die Arbeit, die solche Organisationen brauchen, ist, dass man die Wege aufbereitet und auch anerkennt, dass es für viele Menschen unbewusst die Strecke bis zu meinem Büro oder bis zu meiner Firma sehr holpriger sein kann. Kann schon alleine, dass ich die Adresse oder dass es halt nicht viel Menschen mit Behinderungen einfach zu finden ist, die dahin zu kommen. Dementsprechend, darum geht es, glaube ich, und ich sehe es nicht direkt als Aufgabe der Gründer,
Aber natürlich, wenn man Gründer ist, sollte man mit sehr offen sein mit den Kandidaten. Mhm. Keine Bewerbungen, keine auch ersten Meinungen zu schnell zum Ergebnis kommen, bevor man überhaupt mit Personen gesprochen hat. Ja, ich brauche jemanden, der für Hardware brauche ich jemanden, der irgendwie hier in Deutschland Maschinenbau studiert hat. Dieses Denken ist nicht mittlerweile, bringt nicht immer das beste Ergebnis sozusagen. Das heißt, es geht nicht darum, künstlich diversiert, sondern zu sagen, das ist ein schönes Nebenprodukt, aber man stellt das sicher, indem man alle Rahmenbedingungen, da gehören Unis dazu, da gehören auch natürlich die Regeln dazu. Wie einfach kriege ich denn Menschen aus diversen Hintergründen oder wie finden mich die Menschen? Also es war ja nicht so, dass wir gesagt haben, wir brauchen 11 Nationalitäten bei uns, sondern es kamen Leute zu uns und haben gesagt, ich habe mein Know-how und ich würde das gerne in der Firma reinbringen. Und dann, ja, das passt. Mhm. Also das, ja. Mhm. Frau Zach, wenn Sie das alles so hören und eigentlich einerseits gesagt wird, ja, Diversität ist toll, wenn man sich darum kümmern kann, aber oft hat man andere Probleme, vielleicht gerade als Gründer, Gründerin oder aber auch in Unternehmen, weil es eben auch um das wirtschaftliche Überleben geht. Mhm. Was würden Sie denn sagen, ist es eine Aufgabe, das in die Gesellschaft so ins Mindset zu bekommen, dass alle das mitdenken, oder sehen Sie auch diese Aufgabe darin, immer wieder darauf aufmerksam zu machen oder dafür Sorge zu tragen, vorwiegend bei der Politik oder bei bestimmten Gruppen von der Gesellschaft? Das finde ich eine schwierige Frage. Ich glaube, oft beißt sich da ein bisschen die Katze in den Schwanz und da sind wir dann auch so ein bisschen in so einem Teufelskreis gefangen, weil bestimmte Personengruppen nicht repräsentiert sind in bestimmten Diskursen, werden sie nicht mitgedacht, und weil sie nicht mitgedacht werden, haben sie keinen Zugang, und weil sie keinen Zugang haben, sind sie nicht repräsentiert, und so geht das dann immer weiter. Also dieses Beispiel von dem Kollegen mit der Kodak-Kamera hat das ja ganz sichtbar gemacht, wie ein Produkt einfach eine sehr begrenzte Konsumentinnen-Gruppe berücksichtigt, und genauso funktioniert das, glaube ich, in anderen Kontexten auch. Da gibt es auch viel dramatischere Beispiele, zum Beispiel, dass die Dummies in den TÜV-Tests zum Beispiel ja immer männliche Dummies darstellen und dass deswegen die Normen eigentlich total verschoben sind für Frauen zum Beispiel und dementsprechend ihnen viel größere Gefahr droht in einem Autounfallszenario, wenn da Frauen mit in der Konzeption von den Normen mitgearbeitet hätten, dann wäre das mit Sicherheit so nicht passiert. So, ne? Aber zurück zu Ihrer Frage von der Verantwortung. Ich glaube, da müssen sich tatsächlich viele Leute von verschiedenen Gruppen irgendwie in der Mitte treffen. Also natürlich ist es eine politische Frage, aber es kann nicht nur eine politische Frage sein, weil wenn es jetzt wieder geht um zum Beispiel Menschen mit Behinderung, es gibt ja in Deutschland eine gesetzliche Grundlage dafür, dass in Unternehmen so und so viel Prozent, ich weiß gerade leider nicht aus dem Kopf, wie viel Prozent der Menschen, der Angestellten eine Schwerbehinderung haben müssen, oder das Unternehmen muss entsprechend dann eine Zahlung leisten und die Unternehmen kaufen sich da raus. Also wäre es natürlich die Aufgabe der Politik zum Beispiel, diese Strafe zu erhöhen oder einfach das Ganze auszusetzen. Und es ist natürlich aber auch Aufgabe von Unternehmerinnen und Unternehmern, offener zu sein für verschiedene Menschen mit verschiedenen Minderheitsmerkmalen. Ich kann auch ein Beispiel geben, ein Freund von mir, der auch Rollstuhlfahrer ist, hat eine Muskelerkrankung, ist ein bisschen jünger als ich, hat jetzt Abitur gemacht und hat sich dann beworben als Azubi in einem großen Unternehmen im Bereich Informatik, Technik, EDV, und dadurch, dass er halt eine Muskelerkrankung hat, ist seine Beweglichkeit eingeschränkt, und er hat aber die Möglichkeit, eine Person dabei zu haben, eine Assistenz, die ihn unterstützt.
Und das eine Unternehmen, wo er ein Bewerbungsgespräch hat, das Bewerbungsgespräch ist hervorragend gelaufen, die fanden ihn ganz toll, es hat super gepasst und er hat am Ende trotzdem eine Absage bekommen, weil sich das Unternehmen nicht vorstellen konnte, dass er diese praktische Arbeit, also er hatte quasi nicht nur theoretische Informatikerarbeit, sondern er musste auch an der Hardware schrauben. Und das hätte er selber nicht mit seinen eigenen Händen hinbekommen, sondern er hätte dann seinem Assistenten sagen müssen, hier, schraub das, mach das. Und das wollte das Unternehmen nicht. Er hat gesagt, das können wir uns nicht vorstellen. Warum nicht? So, was ist der Unterschied? Im Ernstfall hätte er wahrscheinlich sogar noch Spaß daran gehabt, sich einen Roboterarm zu konstruieren, der das dann für ihn macht oder so. Ne? Ich habe dann so rumgesponnen. Und das sind so Beispiele, wo ich mir denke, warum? Also wieso kommt man da nicht nochmal in einen Austausch? Ich meine, dass so ganz kleine Unternehmen von 3, 4, 5 Angestellten, dass die vielleicht nicht die Ressourcen dafür haben, weil die noch ums Überleben kämpfen, sei dahingestellt. Das war aber kein kleines Unternehmen. Mhm. So. Also das hört man ja auch immer wieder, dass da noch ganz viel zu tun ist oder auch viele Einzelsituationen entstehen, über die Sie ja offensichtlich, nehme ich an, auch berichten dann in Ihrem Newsletter oder zumindest auch aufmerksam machen, sensibilisieren. Ja, in verschiedenen Kontexten sensibilisieren ich und andere Aktivistinnen und Aktivisten natürlich dafür. Aber man braucht halt Gespräche und man braucht vor allem Repräsentation. Ich meine, das ist ja auch heute wieder, also tolle Veranstaltung, aber ich möchte trotzdem kurz erwähnen, ich bin keine Unternehmerin. Ne? Mhm. Offensichtlich wurde im ganzen Raum Hildesheim keine geeignete Unternehmerin mit Behinderung gefunden, um heute auf dieser Bühne zu stehen. So, ich bin Psychologiestudentin im Master, ich schreibe meine Masterarbeit. Ich bin Kolumnistin und Autorin und Speakerin, aber das bin ich auch erst seit kurzem. Aber so. Sie sind eigentlich auf dem Weg, ein Stück weit sich selbstständig zu machen. Das ist richtig, aber es ist doch schon prägnant zu sehen, dass es offensichtlich niemand gibt, der auf dieser Reise schon weiter ist, den man jetzt hätte finden können im Raum Hildesheim, der irgendwie der oder die bekannt dafür wäre, heute hier auf diesem Podium sitzen zu können. Also ich freue mich hier zu sein, aber ich finde es schon, es ist einfach ein Symptom, denke ich. Ja. Also wir haben hier mit Frau Sensen auch jemand sitzen, der noch studiert und gleichzeitig schon gerade frisch in der Gründung ist. Also ich glaube, so eine Mischung aus allem ist hier auch bewusst gewollt. Ja. Und ich möchte das Thema Kommunikation gerne nochmal aufgreifen, Frau Professor Ebbers. Sie sind ja nun in Ihren Forschungsschwerpunkten damit befasst, das auch also zu lehren, ja, also Diversity, Gender-Aspekte. Was ist denn aus Ihrer Sicht, welche Rolle spielt da die Kommunikation und auf welche Art und Weise macht es Sinn oder eben keinen Sinn, Dinge ins Gespräch zu bringen oder dafür aufmerksam zu machen? Also dass die Themen mehr im Bewusstsein der Bevölkerung oder der Unternehmensteams sind. Ja, das kann man jetzt auch wieder auf verschiedenen Ebenen betrachten. Ne? Also vielleicht ist es auch eher ein grundsätzliches Thema, mit dem wir uns ja gerade beschäftigen, also Kommunikation und wie kann ich hier Vielfalt auch darstellen. Ne? Also wenn Sie zum Beispiel auf das Gender-Sternchen oder sowas hin andeuten wollen, dann denke ich, ist ja schon mal interessant, dass es so eine doch auch sehr starke Diskussion dazu gibt, ja, also eine sehr kontroverse auch. Und das ist eigentlich ja schon mal gut, weil dadurch, dass es überhaupt diskutiert wird und auch gerne kontrovers, ist es ein Thema und es wird auch betrachtet. Ne? Ich persönlich finde das richtig, in Sprache darauf hinzudeuten, konkret auch in der deutschen Sprache, die eben sehr, sage ich jetzt mal, männlich geprägt ist. Die Frage ist, was will Sprache? Und Sprache ist in gewisser Weise auch Macht. Und wenn wir uns das anschauen, dann ist da auch
Musik drin. Ja? Das heißt also, wir hören tagtäglich bestimmte Begriffe und verinnerlichen das auch. Ja? Und dann wird Sprache in dem Moment auch maskulin. Ja? Aber in dem Moment, wo ich dann auch das Gendersternchen in Anführungsstrichen ausspreche, dann mache ich auch genau auf diesen Punkt aufmerksam. Und ich glaube, das ist das Relevante, dass man sich dessen bewusst ist. Mhm. Ja, und dass man immer wieder auch darauf stößt. Auch selbst wenn es umständlich ist, auch wenn es Zeit kostet, auch wenn man sagt, naja, du kannst die Zeit im Prinzip auch für was anderes aufwenden. Ich sage jetzt einfach mal, es wird sich irgendwann amortisieren. Ja, weil dann nämlich andere Dinge sich auch verbessern, möglicherweise auch Gleichstellung, ja, auf verschiedenen Ebenen. Ich finde, es bedarf zumindest der Diskussion darüber, ob ich es dann am Ende, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht nicht einsetze. Ja, ist okay, aber ich bin mir bewusst darüber, dass ich es nicht tue, weil, aus welchen Gründen auch immer, ich hatte keine Zeit oder ist es mir entfallen oder was auch immer. Ja? Aber ich will die Diskussion dazu einfach auch haben. Das finde ich wichtig. Und dass man eben halt sich darüber austauscht und das auch nach vorne schiebt. Ich selber versuche es und ertappe mich auch immer wieder dabei, dass ich da nicht unbedingt immer das sofort internalisiere, ja, und oder habe schon, aber ich glaube, es ist wichtig, ja. Das ist das eine, würde ich jetzt sagen. Das andere ist, was ich schon eben gesagt habe, die Metakommunikation auch darüber zu führen, ja. Also was passiert denn jetzt gerade in diesen Prozessen? Welche Dynamik hat das denn jetzt hier gerade? Und auch das zu dem Thema Vielfalt, Diversität, wie und warum wird Diversität überhaupt hergestellt? Und was bedeutet das überhaupt und was ist der Hintergrund des Ganzen? Und kann ich zum Beispiel, nur als Beispiel, Menschen mit Migrationshintergrund sagen, okay, das ist eine, ein Aspekt von Diversität, aber im Prinzip liegt doch eigentlich die Diversität genau darin, welche unterschiedlichen Geschichten die Menschen vor dem Hintergrund von Migration haben. Das ist doch eigentlich das Interessante. Also wie wird an manchen Stellen Diversität hergestellt? Wie, sage ich jetzt einfach mal auch, einfach wird es auch dann gemacht? Und es ist doch viel, viel umfassender und vielfältiger. Und ich glaube, da komme ich wieder zurück zu meinem Anfang, dass es eben genau der Reflexion darüber bedarf. Was tue ich da eigentlich gerade und auf welcher Stelle und was bedeutet da an der Stelle Diversität? Ich finde das nochmal ganz spannend, was Frau Zach gesagt hat, in dem Moment, wo sie gesagt hat, ja, eigentlich ist der Prozess ja nicht die Diversität, sondern das sind im Prinzip verschiedene Kategorien, sondern nämlich genau der Punkt der Inklusion und auch nicht der Integration, ne? Sondern halt der Inklusion, nämlich zu gucken, was brauchst du mit deinen Bedarfen oder Bedürfnissen, die du hast, damit wir dich hier auch in der Gruppe gut inkludieren können. Ne? Und nicht, wir sind hier so und integrieren dich jetzt irgendwie in dem, wie wir denken, du sein solltest oder könntest oder dich dann bewegen kannst. Ja? Und ich glaube, das ist so das, was dann auch zu dem Managen gehören würde. Ne? Also der Prozess, ne, jemanden dann auch zu inkludieren. Und ich glaube, auch genau diese Kommunikation brauchst du auch. Also im Zuge der Inklusion. Ja, das sind jetzt so ganz viele Punkte, die ich da angesprochen habe, auch wieder auf verschiedenen Ebenen und auch da gibt es so viel noch, was man sagen kann. Ja, ja, wir schaukeln das Schiff hier durch verschiedene Kontinente. Ja, 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 ja. Aber als Sie das so mit der Sprache nochmal angerissen haben, kam mir nochmal in Erinnerung, dass vor 10 Jahren wir noch darüber diskutiert haben, oder vielleicht waren es auch 15 Jahre, ob man nun dieses Binnen-I benutzt oder eben weiter von der männlichen Person spricht. Mhm. Und jetzt diskutieren wir gerade darüber, ob man das Sternchen besser findet oder den Schrägstrich oder das Binnen-I und so weiter. Mhm. Ja, also da ist schon ein Prozess im Gange in der Gesellschaft, sicherlich noch nicht überall. Und ich war sehr überrascht, ich unterrichte auch einen Hochschulkurs zum Thema Geschäftsideen, sinnstiftend designen.
und achte sehr auf die gendergerechte Sprache, die natürlich auch länger dauert. Manchmal verhaspelt sich man sich natürlich doch und kriegt am Ende des Kurses grundsätzlich gutes Feedback, aber hatte unter anderem den Kommentar, ich hätte zu viel gegendert. Habe ich bisher auch noch nicht gehört, aber auch das ist offensichtlich Zahn der Zeit, wo ich jetzt gedacht hätte, die junge Generation ist für dieses Thema deutlich offener, deutlich klarer positioniert und stellt das nicht mehr in Frage. Und damit komme ich nochmal zu einer provokativen Frage in die Runde. Ich habe mich gefragt, wenn also sowieso die Unternehmen oder die Gründungsteams sich gar nicht immer mit dem Thema Diversität so befassen können oder wollen, gibt es vielleicht auch Bereiche, also Geschäftsideen, Kontexte, wo es das nicht braucht, wo es die Diversität nicht braucht heutzutage, um gut arbeiten zu können miteinander, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein? Ich gebe die mal so offen in die Runde. Weil wenn ich das so ein bisschen aufgreife, was Sie gesagt haben, ne, dann würde man ja durchaus denken, einerseits müssen sich Unternehmen damit befassen, weil auch Personalmangel da ist oder auch man Fachkräfte braucht, die nicht nur in einem bestimmten Mikrokosmos in der Umgebung zu finden sind. Aber nehmen wir an, eine bestimmte Geschäftsidee oder ein bestimmter Kontext braucht das nicht. Herr Wilmes. Ja, also ganz klar, für mich ist an erster Stelle immer aus Sicht eines Unternehmens. Mhm. Es gibt gesellschaftliche Themen, wir haben das eben angesprochen. In der Tat, es gibt Quoten für Behinderte, dazu sind Unternehmen aufgerufen, tun sie es nicht, müssen sie zahlen, man kann darüber reden, ob es zu viel oder zu wenig ist. Aber das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, eine politische Aufgabe. Das ist nicht in erster Linie, das ist meine Einschätzung, eine unternehmerische Aufgabe. Da muss der Staat Rahmenbedingungen setzen, muss man mit gesetzlichen Vorgaben arbeiten. Diversität ist für mich kein Eigenzweck. Es entwickelt sich häufig auch in Diskussionen, ich merke das auch hier in Teilen, verselbstständigt sich das, das sehe ich durchaus ambivalent. Ich sehe viele Früchte aus dieser Diskussion, aber ich sehe auch viele Gefahren aus der Diskussion. Ich habe viele Teams gesehen, die sind komplett homogen und sind super erfolgreich. Häufig haben Sie das in Zusammenhang mit Gründern, die selber im Unternehmen tätig sind, also nicht irgendwelche fernen Finanzinvestoren, sondern der Gründer ist mit dem Team, ist klassischerweise dann auch der Chef, schart um sich herum ein Team von Gleichgesinnten, da haben Sie schon eine erste Teilantwort. Und die sind nicht notwendigerweise, können, aber sind nicht notwendigerweise divers zusammengestellt. Das ist ein Team, was möglicherweise, wenn Sie auf den IT-Sektor schauen, wenn Sie an der Entwicklung von plattformgetriebenen Start-ups denken, die kleiden sich häufig ähnlich, sie reden ähnlich, mit dem fast ähnlichen Vokabular. Ich entdecke häufig, gerade bei jungen Start-ups, Sie sehen ja, dass ich hier die Bandbreite der Demografie so ein bisschen ergänze und erweitere, also ich rede jetzt bewusst nicht von meiner Alterskategorie, ich rede bewusst von jungen Startups, die ich sehr häufig begleite, indem ich entweder selber investiere oder sie berate, aber meistens eben halt investiere, um die geldliche Sache dort sicherzustellen. Die sind sehr, sehr homogen und sind nicht alle. Und wenn Sie eine Quote von eben 3:1 hätten oder eine Idee floppt, der zweite Startup floppt auf und der dritte klappt, eine super Quote, 30%, hat kein Startup typischerweise. Also ich kann Ihnen zig Beispiele nennen, wo sehr homogene Teams extrem erfolgreich sind, weil sie sich in gleicher Weise einer Idee verschrieben haben. Und ich könnte Ihnen viele Unternehmen nennen, die gar nicht, denken Sie an das letzte Unternehmen mit 162 Nationalitäten, die sind so divers, wie die Welt ist. Sie sind, das muss man auch sagen, typischerweise heute noch mehr Männer geprägt. Das ist einfach aus der Geschichte heraus zu verstehen. Was kann man gut oder schlecht finden? Es ist einfach so, ich nehme das vom Faktischen her. Aber wenn Sie die letzten 20 Jahre sehen, hat sich so viel getan. Die Damen sind auf dem Vormarsch, bei Startups interessanterweise noch nicht. Startups, je nach Quelle, die Sie ziehen, 13-15% Damen und der Rest sind meistens dann Männer. Es gibt andere Bereiche, ich habe lange in Chicago verbracht, ich glaube, da ist man jetzt, es gab vor kurzem eine Statistik, bei 30% Damenanteil, auch eine gute Zeit in Asien verbracht, wenn ich mal an Peking oder Shanghai denke, dort ist man, glaube ich, sogar über 30%, aber ich kenne kein Land, wo eine Startup-Quote damenbezogen 50% sind. Also das Thema Homogenität, nochmal ein Startup-Unternehmer, das ist meine Sicht der Dinge, wir haben ja auch andere Meinungen gehört, die ich auch sehr schätze,
ein Startup hat völlig andere Themen zu Anfang. Das Oberziel eines Startups ist, ich will Geld verdienen. Ich möchte was Sinnbringendes für die Gesellschaft machen. Wenn Sie das geschafft haben, vielleicht kommen wir dann, Frau Zach, auch mal zu einer Situation. Sie sehen mir das nach. Ich hoffe, Sie werfen nicht mit Ihrem Glas jetzt nach mir. Sehe ich es auch. Ich traue Ihnen viel zu, aber das würde ich Ihnen nicht zutrauen. Ein Unternehmen muss es sich, Sie haben selber schon den Hinweis gegeben, mit der Leistungsfähigkeit von Unternehmen, die bei größeren typischerweise besser ausgestattet sein sollte, nicht immer ist das der Fall als bei kleinen. Ein Unternehmen muss sich das leisten können, möglicherweise eines Tages zu sagen, jetzt hole ich diese hochinteressante, leistungsfähige, hochintelligente Person, von der Sie eben uns in Kenntnis gesetzt haben. Und er braucht einen Assistenten oder eine Assistentin. Das muss sich das Unternehmen erstmal leisten können. Sie haben zweifache Personalkosten. Darf ich da gleich was zu sagen? Ja. Arbeitsassistenz wird von der Agentur für Arbeit und dem Integrationsamt übernommen und hat nichts mit dem Unternehmen zu tun. Das Unternehmen muss sich nur darauf einlassen, diese Person mit an dem Arbeitsplatz zu haben, sich das vorzustellen, dass das überhaupt auch gleichwertige Leistung ist. Menschen mit Behinderungen sind einfach sehr oft damit konfrontiert, dass ihre Leistung an sich in Frage gestellt wird. Das internalisiert man als Mensch auch, ne? Also wenn einem schon von klein auf immer wieder in Frage gestellt wird, ob man gleichwertig ist, ob man gleich produktiv sein kann, ob man gleich viel wert ist für die Gesellschaft, dann also das macht auch was mit dem Selbstbild. Da muss man sich schon auch als 19-jähriger junger Mann überhaupt erstmal trauen, sich dahin zu setzen und zu sagen, ja, ich kann nicht mit meinen eigenen Händen an diesen Computer schrauben, ich halte mich aber trotzdem für genauso qualifiziert wie die anderen Bewerberinnen und Bewerber hier und ich kümmere mich selber darum, diesen ganzen Papierkram zu machen, der damit zusammenhängt, dass man ein Leben mit Assistenz führt und das Unternehmen muss dann am Ende nur sich vorstellen, das einfach auszuprobieren und diesen Azubi trotzdem einzustellen. Sie sagten ja vorhin, die Katze beißt sich in den Schwanz. Ne? Also wo ich stelle immer wieder fest, es gibt systemimmanente Faktoren, die auch Veränderungen im Bewusstsein, in der Haltung, in der Art und Weise des Miteinanders verhindern. Und zu Ihrem Beispiel mit, dass bei Startups noch sehr, sehr wenige Prozente Frauen in sich für ein Startup entscheiden oder damit antreten. Bestimmt 4 Jahre her in Berlin, da gibt es die regelmäßigen Gründertreffen und da war ich auf einem solchen Treffen mit und da wurden zu Anfangs Zahlen gezeigt und auch diskutiert dann, dass wenn Frauen pitchen, dass sie zurückhaltender pitchen und dass sie oft Wachstumsprognosen vorstellen, die nicht auf schnelles, rapid, also ganz hoch orientiertes Wachstum gehen, sich in der Länge auszahlen, aber natürlich das Investment, was erstmal geleistet werden muss, nicht so viel Profit verspricht. Und deswegen entscheiden sich, ich bin nicht böse, die alten weißen Männer, die oft die Investoren sind, ich gucke nicht Sie an. Nur die entscheiden sich dann oft natürlich für das, was wirtschaftlich derzeit immer noch der Mittelpunkt ist, schnelles Wachstum. Und von daher ist da für mich die Systemimmanenz, wenn man dort, ich weiß, dass inzwischen mehrere Förderprogramme auch anders ausgelegt sind und möchte gerne auch noch auf den universitären Kontext gleich kommen, nämlich die Unterstützung und die Beratung und Förderung dieser anderen Ansätze, Gruppen, um auch die Möglichkeit haben, erfolgreich zu sein oder eben zu gründen und damit auch ein eigenes Business führen zu können. Also ich verstehe Ihren Punkt, aber wenn man die Ursache in Frage stellt, wo kommt es eigentlich her, dass etwas so ist, wie es ist in unserem Land, in unserer Gesellschaft, in Unternehmen, dann gibt es da verschiedene Antworten, aber die Gründe, an denen wir arbeiten können, sollten wir doch anpacken. Ich glaube, darin sind wir eins, dass wir... Ja, selbstverständlich. Also wer würde was dagegen haben, jedem die gleichen Lebenschancen zu geben? Wer würde was dagegen haben wollen, eine bunte Gesellschaft zu haben? Aber lassen Sie mich so, ich glaube das nicht so ganz, was Sie sagen. Ich habe mindestens ein anderes Erleben. Ich bin so häufig auch in diesen Gründertagen unterwegs, auch in Berlin. Berlin, für die, die es nicht wissen, ist in Deutschland die größte Start-up-Community. Wir haben ein Marktvolumen im Sinne von Marktwert von 32 Milliarden. Alleine Start-up-Unternehmer in Berlin, der Gesamtwert aller Start-up-Unternehmen, schwierig zu messen, aber vielleicht sind es so 28, die offizielle Zahl sind 32. Ja, die Damen, auch da gibt es natürlich Ausnahmen, es gibt nicht die Damen und es gibt nicht die Männer, wer wüsste das,
pitchen anders. Das ist so. Also pitchen heißt eine Präsentation machen, das Unternehmensmodell vorstellen in der Hoffnung, schnell Investoren zu kriegen, die sagen, ich investiere mein eigenes Geld auf diese Idee, die noch keiner bewiesen hat. Das ist aber den Investoren, sehen Sie mir das nach, glauben Sie mir das bitte, das ist uns bekannt, dass Damen anders im statistischen Mittel anders pitchen als Testosteron, schwieriges Wort, getriebene Männer. Davon lassen wir uns nicht irritieren. Wir lassen uns leiten von der Frage, ist die Dame, ist der Herr in der Lage, mit dem Geld, was wir investieren wollen, verantwortungsvoll mit einer hohen Erfolgswahrscheinlichkeit umzugehen. Das treibt uns. Genau, da würde ich jetzt natürlich die Rückfrage stellen, wer sitzt in diesen Entscheidungsgremien? Sind die quotenmäßig gleichberechtigt besetzt? Aber das führt jetzt in eine Debatte, die erstens den Abend heute sprengen würde und die, glaube ich, etwas konfliktstärker hier... Das glaube ich gar nicht. Oh, ich glaube schon, ich hätte zumindest die Motivation dazu. Aber ich möchte gerne nochmal das Thema, was auch Herr Professor Pizzulis angesprochen hat, nochmal mit reinholen, weshalb wir auch heute Abend hier sind. Das Thema, an welchen Stellen ist Förderung, ist Unterstützung frühestmöglich wichtig und welche konkreten Angebote braucht es auch? Und damit an diejenigen, die jetzt ja auch mit der Universität Hildesheim im direkten Kontakt standen, im Sinne entweder hier studiert haben oder auch die Szene kennen. Frau Sensen, an Sie die Frage, was waren denn aus Ihrer Sicht wirklich Schlüsselangebote der Universität, vielleicht auch der KET, wo Sie sagen, genau das braucht es, um sich entweder als Frau oder als Mensch zu trauen, selber zu gründen? Für mich war es tatsächlich die Gründungswoche, in der wir heute hier sitzen. Genau vor 4 Jahren saß ich an der Stelle im Publikum, habe mich inspirieren lassen von anderen Talkgästen, die ihre Ideen und ihre Vision vorgestellt haben. Und gerade dieses Angebot war es für mich, was mich auch dazu motiviert hat, mich während der gesamten Studiendauer mit dem Thema Gründen und Start-up zu beschäftigen. Also das war für mich der Schlüsselmoment. Also Informationsweitergabe, Austausch von Erfahrungen. Haben Sie auch Kurse belegt oder bestimmte? Genau, ich habe auch Kurse der KET belegt und habe auch selbst das Angebot der Beratung genutzt. Das heißt, ich habe wirklich versucht zu schauen, was gibt es an der Universität Hildesheim, was kann ich für mich nutzen, um möglichst viel mitzunehmen. Und ja, darüber hinaus habe ich natürlich auch andere Angebote wahrgenommen, aber das war trotzdem für mich die Grundlage zu sagen, ich habe hier Hilfe und ich bekomme Hilfe. Ja. Wer von Ihnen hat noch mit der Universität Hildesheim so Berührungspunkte gehabt oder vielleicht auch Angebote reingebracht oder Anregungen gegeben? Herr Taraf, Sie sind ja nun auch, Sie haben zwar nicht hier studiert, das weiß ich, aber Sie haben ja nun auch mit Herrn Professor Pizzulis zusammengearbeitet und haben sich ja auch selber entschieden zu gründen. Was war zu Ihren Zeiten vielleicht an den Universitäten noch zu wenig? Was hätten Sie sich gewünscht, was man stärker noch anbietet? Oder auch anders anbietet, als das, wie es gewesen ist. Sie haben ja es trotzdem gemacht, gegründet, aber was würden Sie gerne hier in den Raum geben, dass man zukünftig noch anders macht? Ja, also es hat vielleicht mit dem Thema des heutigen Abends ein Stückchen weniger zu tun. Es ging darum, es gibt Ideen und Ideenwettbewerbe und dann die Übersetzung von einer Idee zu einem Unternehmen, diesen Sprung. Da verlieren öfters die Gründer die Unterstützung der Universität. Das heißt, die Universität unterstützt, die Idee zu finden und dann sozusagen als Prototyp aufzubauen. Und dann gibt es Förderungsmöglichkeiten bzw. Unterstützung ab einer bestimmten Unternehmensgröße. Aber genau dazwischen, also dieses Tal der Tränen, wie es irgendwie in dieser, da kommt öfters die universitäre Unterstützung zu kurz. Also dass diese längerfristige Begleitung, nicht so Hackathons, Ideenwettbewerbe 2 Wochen lang, sondern etwas längerfristiges angelegt ist, das ist da, wo ich generell gemerkt habe, dass es Nachbesserungsbedarf gibt und dass Unis besser wird. Und es besser werden. Und für uns natürlich, wir sitzen ja in München, ist die Uni ein enorm wichtiges Ökosystem, und um uns personell zu verstärken. Und die Unis sind eigentlich per Definition eigentlich sehr, da begegnen sich alle auf Augenhöhe. Studenten sind immer auf Augenhöhe sozusagen und dementsprechend auch mit den Professoren und mit den Unis, mit den Studiengängen.
Deshalb ist es für uns immer da, wo wir letztendlich die meisten unserer Mitarbeiter holen, ist aus dem universitären Umfeld. Und dementsprechend, wenn da auch Unterstützung geleistet wird für Leute, die gerade ankommen, die eben 2, 3, 4, 5 Stufen mehr zu laufen haben als die Leute, die schon hier sind, das darf man eben nicht vergessen. Es geht ja nicht darum zu sagen, ja, ich kriege halt nur Bewerbungen von Leuten, die alle aus München kommen. Muss man überlegen, es gibt einen ganz langen Weg, bis jemand überhaupt im gleichen Standpunkt ist, um eine Bewerbung einzureichen wie die 5 anderen. Also diesen Weg darf man nicht ausblenden. Das heißt nicht, dass es den nicht gibt, und das ist, glaube ich, so der Kern meiner Problematik ein bisschen mit der Diversitätsdiskurs, ist, dass man das sehr oft auf die Erfolgszahlen, ja, die Unternehmen werden erfolgreicher, wenn man diverser ist, oder auch sagt, ja, divers heißt einfach bunte Menschen auf einer Bühne. Es ist so anzuerkennen, man kann auch heterogen, das heißt, alle kommen aus dem gleichen Hintergrund, aber auch divers denken. Also es hat nichts mit, es geht darum zu überlegen, es gibt einen Weg, den jeder Mensch hinter sich legt, und dieser Weg ist nicht immer gleich lang. Und dass man diesen Weg anerkennt und zulässt, ja, und auch Wege findet, wie man für die unterschiedlichen Gruppen, dann landet man natürlich in diesem verschachtelten Schubladen, diesen Weg kürzer, einfacher zu machen für diese Menschen. Das ist so, glaube ich, die, ja. Ich möchte jetzt noch mal so hier in die Runde gucken und Sie fragen, ob Sie Ihnen da noch eine konkrete Frage auf dem Herzen liegt oder Sie an einen unserer Gäste hier noch eine Frage stellen möchten. Das scheint momentan nicht der Fall zu sein. Dann würde ich sagen, mit dem Blick auf die Zeit, vielleicht kann jede von Ihnen nochmal zusammenfassen, was Sie heute jetzt mitgenommen haben oder wo Sie auch sagen, Mensch, für mich ist heute klar geworden, dass das und das so nicht geht oder umso mehr wichtig ist. Frau Professor Evers, fangen Sie bitte an. Also klar geworden, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Genau, ich biete Ihnen verschiedene Optionen an. Genau. Aber was ich hier nochmal wichtig finde, ist, dass es in der Tat wahrscheinlich schlauer wäre, in Teams nochmal so vorzugehen. Ja, oder warum will ich ein Team gründen? Das ist ja erstmal auch die Frage. Und eigentlich, ja, ist es ja schlauer, dass ich versuche, die Ressourcen gut zu verteilen, ne? Dass ich die Potenziale der einzelnen Personen, ne, so nutze, dass ich mich selber auch gut ergänze oder dass ein Team sich gut ergänzt. Gleichzeitig, und das ist so ein bisschen das, was mir so durch den Kopf ging, ist es aber tatsächlich so, dass sich meistens Gruppen reproduzieren in dem, wie sie sind. Also eine gewisse Homogenität tatsächlich, ne, was auch schon mehrmals Erwähnung fand, ne, tatsächlich sichtbar wird. Und auch in Unternehmen, ne, sich Menschen dort oder auch Gruppenabteilungen oftmals reproduzieren. Das wiederum führt natürlich dann auch zum Beispiel zu hegemonialen ja, Betrachtungen oder dass dann eben halt dann auch homogene Gruppen, teilweise halt sehr männlich geprägt, eben entsprechend entstehen. Und das ist genau das Problem auch in dem Gründungsbereich. Also um da vielleicht auch Diversität im weitesten Sinne oder im engeren Sinne, wie man es sehen möchte, auch sichtbar machen zu können. Wenn jetzt davon gesprochen wird, dass Startups meist halt durch Männer durchgeführt wird, ja, ist ja auch die Frage, woran liegt das? Und das ist halt auch die Frage, wie kann man zum Beispiel auch junge Frauen stärker, ne, an so ein Thema heranführen? Was braucht es da? Und offensichtlich ist es auch so, dass teilweise Vorbilder fehlen. Mhm. Das in der Form eben die Sichtbarkeit, ne, von Frauen in Gründungssituationen oder in Startups eben so nicht gegeben ist, zumindest in Deutschland. Und das finde ich an der Stelle schon relevant. Dann komme ich zu dem Punkt, was ich jetzt am Ende noch gerne sagen wollte. Ich bin zwar jetzt nicht hier in Hildesheim unterwegs, aber so grundsätzlich. Die Frage ist ja, wie bringst du das Thema unternehmerisches Denken und Handeln dann auch schon früh, ja, irgendwie in so einen Bildungsprozess rein? Und das sollte im Bestfall eigentlich auch schon in der Schule stattfinden. So. Und dass sozusagen dann nicht an Universitäten erst noch die Potenziale an sich gehoben werden müssen. Also
die, die sich ohnehin dafür interessieren, ja, sich zu gründen oder gründen zu wollen, die gehen auch zu den Angeboten, die da sind, ne, wahrscheinlich ohnehin. Aber die Frage ist ja, wie kannst du sozusagen die Menschen erstmal überhaupt auf das Thema bringen oder sie auch erschließen? Und damit meine ich nicht, dass sich alle gründen müssen. Es kann ja auch gut sein, dass man dann feststellt, ist nichts für mich. Das kann ja auch gut sein. Ja, dann hast du nämlich schon einigen Schaden vielleicht dann auch abgewandt. Ne? So. Aber ich glaube, und das ist sehr, ja, sehr komplex an der Stelle. Und ich wollte, das war mir nochmal wichtig, auch das Thema nochmal zu nennen, früh daran zu gehen, auch für junge Frauen. Das halte ich für relevant. Mhm. Ja. Das heißt, die BildungsministerInnen der Länder sollten die Adressaten sein, um das Schulprogramm etwas zu erweitern. Ja, und das ist ja unser Problem. Ne? Mhm. Dadurch, dass wir den Föderalismus haben, ne, wird das Thema natürlich auch sehr unterschiedlich eben halt verhandelt. Also ich kann jetzt für Schleswig-Holstein sagen, dass man dort tatsächlich jetzt ein Entrepreneurship Education Konzept eingeführt hat für Schulen. Mhm. Das hat das Bildungsministerium da tatsächlich ja, durchgesetzt jetzt. Mhm. Ja. Mhm. Gut. Okay. Danke, Frau Professor Albers. Gerne. Frau Zach, was ist Ihr Fazit von heute? Ist also, Ihnen wichtig? Ich merke auf solchen Veranstaltungen immer, dass viel Interesse über Austausch da ist, aber dass man gleichzeitig von sehr unterschiedlichen, also dass sehr unterschiedliche Welten und auch sehr unterschiedliche Lebensrealitäten tatsächlich aufeinander treffen und dass deswegen die Kommunikation, die wir ja jetzt schon so viel thematisiert haben, gar nicht mal so leicht ist. Also das, was eben gesagt wurde mit dem Weg bis zum Büro oder dem Weg bis zur Bewerbung, dass man dann im Bewerbungsgespräch vielleicht sitzt oder so und dann in einem Unternehmen mitarbeiten kann, dass dieser Weg sehr unterschiedlich weit ist. Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Das betrifft natürlich jetzt nicht nur Menschen mit Behinderung, aber ich spreche jetzt mal aus dieser Perspektive. Wenn bestimmte Gruppen einfach so wenig repräsentiert werden im gesellschaftlichen Diskurs und so sogar aktiv aus der Gesellschaft herausgedrängt wurden, historisch betrachtet, dann ist es natürlich umso wichtiger, dass sie dann an Schlüsselstellen Zutritt bekommen, die tatsächlich gestalten, also die nicht nur irgendwie mitmachen, also Inklusion bedeutet für mich eben nicht einfach nur, man kann irgendwie mitmachen, man sitzt irgendwo im Publikum und hört sich was an, sondern man ist mit auf der Bühne. Das bedeutet in einem Unternehmen eben nicht, man ist irgendwo unten und wird ab und zu mal gefragt, hey, wie siehst du denn das und das, weil du bist ja behindert oder du bist ja People of Color oder wie man das auch immer sagen darf oder nicht. Sondern wirklich an, dass Menschen in Positionen kommen, wo sie dann tatsächlich mitgestalten. Weil dann bricht erst dieses Hierarchiegefälle auf, das tatsächlich meiner Meinung nach da ist. Und das kann ich aus meiner persönlichen Perspektive als Mensch mit Behinderung auf jeden Fall sagen, dass dieses Hierarchiegefälle vorhanden ist in ganz vielen Bereichen. Und da wir ja nun mal in einer Gesellschaft leben, die davon lebt, dass Unternehmen eine prägende Instanz, sage ich jetzt mal, im gesellschaftlichen Miteinander sind, ist das auf jeden Fall auch ein Punkt, an dem angesetzt werden muss, wenn man Inklusion hinbekommen möchte, in Anführungsstrichen. Und dafür ist es einfach super wichtig, im ersten Schritt diese unterschiedlichen Lebensrealitäten anzuerkennen und irgendwie trotzdem in Kommunikation zu geraten. Und auch zu bleiben in Kommunikation. Genau, im besten Falle schon. Ja. Danke, Frau Zach. Herr Hoeksma, was nehmen Sie mit? Ja, viel an Gedanken. Also ich bin ja jetzt auch erstmal per se nicht der Start-Upper, sondern und komme natürlich auch, wie Frau Zach gesagt hat, meine Lebensrealität ist natürlich eine ganz andere. Gerade der Kulturbetrieb, da geht es um Überlebenskampf und ich frage mich, natürlich auch, werde ich jetzt morgen rausgehen und versuchen, Ressourcen besser abzurufen oder darauf einzugehen und vor allem die auch dann unternehmerisch besser wieder abzurufen, der ich ja immer mehr werde gerade. Ne? Also wenn ich jetzt auch darüber nachdenke, diesen Inklusionsprozess voranzutreiben,
dann sehe ich da auch schon wieder, dass Ressourcen nötig sein werden, um die Voraussetzungen vielleicht auch schaffen zu können. Und ich würde jetzt auch nicht voraussagen, dass jetzt Diversität das bessere Unternehmen ausmacht, aber es ist natürlich für mich absolut wünschenswert. Mhm. Aber nehme einiges an Gedanken mit. Mhm. Ja. Danke. Ja, Herr Wilmes. Nein, ich hätte nach links geschaut, in der anderen. Ach so. Sie würden nach links gehen. Ja, ja, ich gehe nach links, Sie sitzen links ja, von mir. Ja, ich dachte nur noch weiter. Ne? Ja, es gibt vieles zu sagen. Ich will nicht alles wiederholen, was hier, ich finde, in meiner Einschätzung zu Recht gesagt wurde. Ich möchte so zwei, drei Aspekte, die so unterschwellig noch hier kamen, aber nicht ausgesprochen wurden, mal sagen. Jeder gesellschaftliche Wohlstand wird ausschließlich durch privatwirtschaftliche Unternehmen erwirtschaftet. Punkt. Jeder. In allen Gesellschaften. Staatliche Stellen, Unis, sind elementar wichtig. Bedürfen aber vorher der Finanzierung durch die, die es erwirtschaften. Deswegen sitzen wir auch hier, um das Thema Unternehmerschaft, und da gucke ich nochmal auf Professor Pizzulis, nach vorne bringen. Es ist richtig, ich darf das nochmal verstärken. Man muss Role Models, Vorbilder, in welcher Sprache Sie das sagen mögen, muss man haben. Daran glaube ich. Ich glaube auch daran, dass man sehr früh anfangen muss. Wir machen das beispielsweise hier in Hildesheim seit anderthalb Jahren. Business for School nennt sich ein Programm, was wir hier mit der Universität gemeinsam machen. Aktuell sind bis auf zwei Gymnasien und Gesamtschulen alle in Hildesheim dabei. Ein auf vier Semester angelegtes Programm, das macht der Lions Club Hildesheim-Marienburg zugehörig. Einmal im Monat, da stellen wir den jungen Damen und Herren 10. bis 13. Klasse die Grundzüge der BWL vor. Es ist so, und da bin ich sehr dankbar, dass die Professoren, namentlich Professor Pizzulis, macht den theoretischen Teil. Und Sie müssen sich vorstellen, der Raum nebenan in diesem Neubau ist prallevoll. Es sind 200 Schülerinnen und Schüler, Klammer auf, und wir mussten noch den Nebenraum nehmen mit einer Videoübertragung, weil wir überlaufen worden sind. Und dann kommt der zweite Teil, es macht ein Unternehmer, eine Unternehmerin, erzählt über die ganz normalen Dinge des Lebens. Und sicherlich auch den Spagat Theorie und Wirtschaft, Theorie und Unternehmertum. Ich möchte so zwei, drei Dinge beleuchten im Staccato, mehr geht nicht in Anbetracht der Zeit. Ich hoffe, und da möchte ich wirklich für die KET und für Professor Pizzulis, Frau Neumann und all die Teammitglieder nochmal eine Lanze brechen. Das, was ich habe lange Zeit in den USA gelebt, Silicon Valley, Stanford University, 1000 Milliarden US-Dollar Kapitalisierung Wert der Unternehmen, der Start-ups. Berlin, wenn Sie das erinnern, 32. 1000 Milliarden auf der einen Seite. London, 142 Milliarden. New York, 190. Tel Aviv, nur Tel Aviv. Doppelt so viel wie alle Start-ups in Deutschland. Warum machen wir das denn nicht? Vertiefen, und Sie machen das ja, aber es ist erster Schritt. Ich kann nur appellieren, verstärken Sie das. Den Austausch zwischen Universität und Wirtschaft. Ideen aus Forschung und Lehre. Kein, sieh mir das nach, Schaki, kein beamteter Professor ist prädestiniert, ein guter Unternehmer zu sein. Ich weiß, du wirst mich nie wieder einladen. Aber, und wie auch kein Unternehmer das leisten kann, was hier in der Forschung und Lehre macht. Deshalb lasst uns, und das macht ihr ja, eine Brücke bilden. Warum nicht Ideen, die aus dem universitären, aus dem Fachhochschulumfeld kommen, in die Verwertung, in die Vermarktung bringen, in die Gesellschaft bringen, Wohlstand schaffen? Dann schaffen wir das auch, Frau Zach. Die Gruppen, die Handicaps haben, weiter, noch mehr zu integrieren. Ich glaube, wir sind da schon einen guten Schritt weiter. Viel mehr, als manche in der Nicht-Unternehmenswelt glauben. Und wenn man sieht, was da auf anderen Sektoren möglich ist, die Verzahnung, die Brückenbildung. Ein Unternehmer sollte sich nicht einbilden, dass er der bessere Forschende und Lehrende ist. Und sehen Sie es mir nach, ich werde nie Gendersprache sprechen. Ich werde nie Gendersprache sprechen, weil ich den Preis... Ich sehe die Begründung und sie ist nicht weit weg. Ein anderer Talk zu einer anderen Zeit. Ja, alles, was man denkt, muss gesprochen werden. Nur das, was gesprochen werden kann, kann man denken. Das ist so. Und deswegen ist es schon wichtig, auf die Sprache zu achten. Aber wir zahlen einen zu hohen Preis durch das Gendern. Sprache wird unverständlich. Möchte ich aber nicht weiter darauf eingehen, wollte es nur gesagt haben, damit es nicht verloren geht. Und lassen Sie uns diese Brücke, die solche Veranstaltungen, wie auch das, sag mal, die Erweiterung des Bereiches, den Professor Pizzulis vertritt durch KET, ist ein so wertvolles Instrument. Wenn wir das vernünftig nutzen, konsequent nutzen, warum ladet ihr nicht Unternehmerinnen und Unternehmer, die eine Idee haben, zum Pitch ein?
mit Praxisleuten, mit Leuten, schwierigen Leuten wie meine Wenigkeit, wie Herrn Hulksma, wie Herrn Tara, wie Frau Sensen, Frau Zach. Dann gucken wir mal, wer die besseren Fragen hat. Und das nicht als Eigennutz. Wir wollen doch gemeinsam vorankommen. Nutzen wir noch die Buntheit der Gesellschaft. Das ist für mich Diversität. Nicht als Oberziel. Aber dann nutzen wir das. Und da habt ihr eine einzigartige Chance. Es geht um die Brücke. Ihr seid nicht die besseren Unternehmer. Sieh es mir nach. Und wir sind leider Gottes immer noch nicht die besseren Forschenden und Lehrenden. Und da haben wir so viel Potenzial. Lasst uns doch Rollenmodelle nehmen. Frau Sensen, vor 4 Jahren, habe ich das richtig verstanden, vor 4 Jahren saß sie hier. Sie sitzt immer noch hier, aber in einer anderen Funktion. Mit deutlich mehr Themen, mit deutlich mehr Hintergrund. Herr Hoeksma, Frau Zach, Herr Taraf. Man könnte das weiter erläutern. Also das ist das, was ich mitnehme, nochmal eine Bestärkung dessen, wir müssen noch viel, wie habe ich gesagt, wir müssen noch viel, viel mehr tun und wir können viel mehr tun. Also die Hildesheimer Uni-Höhle der Löwen. Wenn Sie so wollen, ja. Frau Sensen. Ja, genau. Ich würde gerne abschließend nochmal auf den Punkt drauf eingehen von den Kollegen, dass man als Startup am Anfang wenig Zeit für Diversität hat. Und da würde ich definitiv zustimmen. Es wird einem sehr, sehr schwierig gemacht. Wir sind zudem noch ein reines Frauen-Startup und merken, dass dort gewisse Themen auch vielleicht nochmal an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen schwieriger sind. Es stimmt, dass man wenig Zeit dafür hat, aber das, was wir tun können, ist Chancen geben. Und das versuchen wir umzusetzen, indem wir zum Beispiel sagen, wir setzen am Bildungssystem an, wir möchten gerne, dass hier in Hildesheim die Schülerinnen und Schüler von Anfang an, auch in der Grundschule, die Möglichkeit haben, Programmieren zu lernen. Ich selbst studiere Informatik und möchte da einfach mein Wissen an alle weitergeben, was ich so gesammelt habe, um Chancen zu geben. Und dass ein Schüler, eine Schülerin später zu uns kommt, in die IT etc. und die Möglichkeit hat, ganz egal vom Background her, wo sie herkommt, wo er herkommt, mit uns gemeinsam an Ideen zu arbeiten. Und da möchte ich auch nochmal, um das Frauen-Startup-Ding aufzugreifen, ich möchte gerne Vorbild sein, aber vor allem möchte ich motivieren, das zu tun, worauf man Lust hat. Und das muss nicht immer ein Unternehmen sein. Für mich ist es der Weg, den ich gehen möchte. Für andere sind es ganz andere Wege. Und da möchte ich einfach motivieren, dass man das tut, worauf man Lust hat, dass man sich seine Träume verwirklicht. Und ja, das ist mir ganz, ganz wichtig weiterzugeben. Und ich möchte auch nicht nur Frauen motivieren, in die IT zu gehen etc. Das wird ja ganz oft thematisiert. Frauen müssen Frauen stärken. Nein, ich möchte alle stärken. Mhm. Ja, danke, Frau Sensen. Herr Tara. Ja, also ich bin eigentlich der Meinung der meiner Vorrednerin. Bei uns ist es so, als Hauerdauer, wir sind 4 Gründer, 2 Ehepaare, jeweils 2 Kinder. Genau. Das heißt, ich kriege es schon mit, sozusagen, dass es tatsächlich für Frauen schwieriger ist. Und die Wahrnehmung alleine schon in den Meetings sieht man schon, die Fragen sind anders, die Wahrnehmung ist anders. Dementsprechend würde ich schon dazu neigen, die Sache nicht zu sehr zu vereinfachen, sondern wirklich wahrzunehmen, dass unsichtbar sehr oft Vorurteile da sind, die man nicht betrachtet. Das heißt, es ist da und es ist nicht sehr einfach zu betrachten. Und natürlich ist das Ziel eines Unternehmens, eines Startups, wirtschaftlicher Erfolg. Aber es geht ja darum, dass man sehr viele Menschen von diesem wirtschaftlichen Erfolg verwahren beziehungsweise die Möglichkeit überhaupt nicht wahrnehmen, indem man diese Steine im Weg hat, ohne zu sehen, dass sie eigentlich Steine sind, also ohne das zu wahrzunehmen. Also darum geht es, glaube ich, das ist mir vor allem bei solchen Veranstaltungen wichtig zu erklären, dass man unbewusst sehr oft diese Steine hat, ohne es selber zu merken. Alleine, ja, das sieht man auch an den Fragen, ja, an den Statistiken, Startups mit Female Founders, wie oft sie, welche Bewertungen sie kriegen. Also da kann man sicherlich viele Statistik machen. Dementsprechend wäre es sicherlich spannend, natürlich Vorbildfunktionen, Vorbilder, längere Bühnenzeiten zu geben, auch die Möglichkeit, mehr über die gesamte Arbeit zu erklären, auch, dass man sehr offenen Transfer und auch natürlich Lobbyarbeit. Also ich finde, vieles lebt davon, dass man diese Vorbildfunktionen auch auf höheren Etagen auch mitgestalten kann, wie Standards und wie neue
Richtwerte, neue Programme aufgebaut werden. Also der Kollege, den ich gemeint hatte, hatte dann ein eigenes Austauschprogramm, wo er Führungskräfte aus Afrika irgendwie in Delegationsreisen führen konnte, Coaching nur für bestimmte Gruppen. Natürlich ist es dann wieder ein Stück zu homogen, aber man muss ja alle auf einem gleichen Ebene bringen, dass sie den gleichen Weg, den gleichen Startpunkt loslaufen können. Darum geht es. Also ja, ich habe jetzt keinen finalen Cut, wo ich sage, das ist jetzt mein Fazit aus der Veranstaltung. Dementsprechend, ja. Also denke, das Unternehmertum ist ein wichtiger Weg dahin, weil man natürlich, weil man den Fokus nicht eben auf Diversität hat, hat man die Möglichkeit, das mitzunehmen auf dem Weg, weil man eh schon auf die anderen Herausforderungen hat. Da braucht man sich keine weiteren Fallen aufbauen, indem man sagt, na, diese Gruppe ja, diese Gruppe nicht und so weiter. Mhm. Ja, vielen Dank an Sie alle hier, dass Sie diese Herausforderung angenommen haben, über dieses große Thema zu sprechen in den verschiedenen Ebenen und Facetten. Liebes Publikum, ich hoffe, manche Klischees, die wir alle so hören, die uns begleiten, sind heute bei Ihnen vielleicht doch etwas bröckelig geworden. Ich hoffe, Sie haben ein paar Impulse mitnehmen können, vielleicht auch eine Motivation. Ich hoffe nicht, dass die Beiträge und natürlich auch Gegenargumente hier dafür sorgen, dass Sie jetzt weniger Lust haben zu gründen. Und damit das auch ja nicht passiert, dass Sie weniger Lust haben, bitte ich Herrn Professor Pizzulis nochmal auf die Bühne, der ja diesen Abend ins Leben gerufen hat, und dem möchte ich gerne das Abschlusswort geben. Ja, vielen Dank. Das Abschlusswort ist immer schwierig, man dem allen gerecht werden muss, aber ich versuche das mal. Zunächst einmal vielen Dank an Sie alle im Panel, vor allen Dingen an Sie, Frau Amlacher. Das professionell zu moderieren, das kann ich einfach, denn es ist ein diverses Panel. Da gibt es unterschiedliche Bedürfnisse nach Redezeit, unterschiedlich viel Eigeninitiative von den Panelisten. Und das so zu managen und die Bälle richtig zu spielen, ich glaube, das ist eine Kunst. Ich glaube, ich könnte das nicht, aber Sie haben das prima gemacht. Also vielen Dank dafür. Gerne. An Sie. Bei mir sind tatsächlich eine ganze Reihe von Sachen hängen geblieben. Ich habe immer ganz fleißig getippt, damit ich da auch und später nochmal darauf zugreifen kann. People of Color, Werner, das wird mir hängen bleiben. Das ist für mich so die Rubrik. Ich liebe das, habe das früher als Student bei Professoren geliebt, weil du sagtest, wir sind vielleicht die Unternehmer, Unternehmerinnen, aber nicht unbedingt die optimalen Dozenten irgendwo an der Uni. Ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe das bei den Professoren, Professorinnen geliebt, wenn die so eine Anekdote aus der eigenen Erfahrung erzählen konnten, wo es Klick macht und man hat was gelernt. Das ist mehr wert als teilweise eine ganze Vorlesungsreihe zu dem Thema. Und das fand ich spannend. Also ich meine, sowas, das habe ich tatsächlich hochgradig inspirierend gefunden. Die Rede, die du nachher gehalten hast, den flammenden Appell für tauscht euch mehr mit der Wirtschaft aus, riskiert mal ein bisschen mehr Begegnung in der realen Welt. Wir beißen nicht, wir können voneinander profitieren. Wir haben es ja bei YouTube und das werde ich mir zukünftig angucken und mich dann so als Steinbruch benutzen, damit ich da meine eigenen Reden zuschreiben kann. Das war nämlich wirklich gut. Frau Zachs, Beispiel mit den Schubladen ist mir hängen geblieben. Das wird mir wirklich hängen bleiben. Diversität ist, anzuerkennen, dass es diese ganz vielen Schubladen gibt. Inklusion ist, dafür zu sorgen, dass sie verschwinden. Also alles vielleicht in eine große Schublade zu packen. Und mir ist dann irgendwann im Verlauf der Diskussion klar geworden, ich glaube, ganz am Ende bei dem, was der Herr Raff sagte, der erste Schritt ist getan, wenn wir uns alle darüber klar werden, dass wir in Schubladen denken und dass man halt eben nicht frei ist von Stereotypen. Das dümmste Vorurteil ist das der eigenen Vorurteilsfreiheit. Das habe ich von einer Psychologin gelernt, die ich sehr gut kenne. Und ich glaube, das ist schon mal ein erster Schritt, wenn man sagt, wir wollen so eine diverse Gesellschaft schaffen. Dann sollten wir doch tunlichst erstmal damit anfangen. Und das hilft, ich glaube, in jedem gesellschaftlichen Lebensbereich, nicht nur bei Start-ups, wenn man sich in den Teams darüber klar wird, sondern ich glaube, das ist insgesamt einfach eine gute Handlungsmaxime. Auch das Beispiel mit dem Programmierer im Rollstuhl fand ich spannend. Ne? Also ich mir dachte, naja, warum, das hätte man in der Firma einfach mal riskieren können. Es gibt diesen Assistenten oder die Assistentin wird finanziert. Macht das doch einfach, riskiert mal was. Es wird vielleicht insgesamt ein bisschen zu wenig riskiert, glaube ich, in Deutschland. Ne? Also, dann sind wir bei ganz vielen Sachen zu vorsichtig. Das betrifft vielleicht auch
Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an der Uni, vielleicht auch Studierende, wenn man dann überlegt, naja, das Thema Gründung, Startups, unternehmerisches Denken und Handeln, ich finde es irgendwie interessant, aber da sind irgendwelche Risiken involviert. Das ist auch oft ein Vorurteil, das man hat, dass man sich vorstellt, man ist irgendwelchen Risiken ausgesetzt, wenn man sich mal versucht, unternehmerisch zu betätigen. Ich glaube, wenn man sich unternehmerisch betätigt, ist man viel besser in der Lage, Risiken selbst zu kontrollieren. Man hat alles in der Hand. Und wenn es nicht funktioniert, dann kann man es lassen. Das ist möglich. Also von daher, glaube ich, ist das auch eine Lektion, die ich für mich mitgenommen habe. Sie sagten, Frau Zach, ich bin mir nicht ganz sicher, warum Sie mich eingeladen haben. Sie haben vielleicht keine andere Unternehmerin gefunden. Das ist ja vielsagend oder so. Das stimmt gar nicht. Sie stehen für unternehmerisches Denken und Handeln. Das ist das, was uns interessiert, was wir fördern wollen. Eigeninitiative, projektbezogenes Denken, nicht unbedingt nur Gründung, sondern diesen Geist, ich mache mal was, in diese Universität zu tragen. Von daher sind Sie genau aus dem richtigen Grund hier. Das wollte ich nur mal kurz, nicht, dass das irgendwie bei Ihnen... Ich habe mich trotzdem gefreut. Also ich habe mich so oder so über die Einladung gefreut. Ja, das war mir wichtig, dass ich Ihnen das nochmal sage. Ich weiß nicht, ob wir nachher dann nochmal Gelegenheit zu haben werden. Herr Hochsma, hochgradig spannend, dass Sie aus der Praxis berichtet haben. Ich habe tagtäglich in meinem Geschäft mit oder in meiner Unternehmung, in dem, was ich tue, habe ich tagtäglich mit interkulturellen Konflikten zu tun. Es gibt die aus verschiedensten Ebenen und es gibt Möglichkeiten, das zu adressieren. Ja, dass man so ein gezieltes Management-Team einsetzt und sagt, okay, also wir probieren das, wir versuchen das und auf die Art und Weise können wir das einfach adressieren. Da dachte ich mir, guck mal an, das ist so eine, man würde das institutionelle Innovation nennen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man sowas irgendwie wirklich in der Forschung gut untersuchen kann, ist wahrscheinlich schon längst untersucht. Was gibt es eigentlich für Innovationen in Organisationen, vor allen Dingen Unternehmen, nicht nur in der Kunst-, Kulturbranche, sondern insgesamt? Und wie gut wirken die eigentlich, wenn es darum geht, solche die Reibungsverluste, die Diversität halt hat, zu reduzieren? Also fand ich auch super spannend. Ilona, die höre ich ja eh mal gerne zu. Und bei mir ist hängen geblieben die Warnung, dass Diversität an sich erstmal was ganz Neutrales ist. Das Thema ist aber hochgradig komplex. Wenn wir sagen, wir haben ein diverses Team, dann heißt das noch nicht, es ist a priori besser, denn wenn die Männer die Frauen dominieren oder umgekehrt oder wenn sich da praktisch Hierarchien aufbauen, die aus dieser Diversität heraus wachsen, dann kann das auch ein Nachteil sein. Und sich darüber klar zu sein, dass das so ist, ist super spannend und das sollten wir halt dran arbeiten, uns das immer wieder vor Augen zu führen. Professor Meutzisch ist los, der hatte das ja schon vorher gesagt, dass er noch einen Termin hat, 18.30 Uhr los musste. Das fand ich natürlich auch spannend, was er gesagt hat. Die Landung in der Schweinebucht, ich mag ja sowas auch, so Geschichten und dachte mir auch, ach, klick, das ist wirklich ein Haareffekt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es Forschung gibt und wenn es sie nicht gibt, dann müsste die tunlichst gemacht werden über solche Entscheidungsprobleme im praktischen Wirtschaftsleben. Also hat sowas wie Wirecard oder irgendwelche Theranos, also so auch katastrophale Fehlurteile von Investoren, Investorinnen, hat das auch mit sowas zu tun? Liegen dem ganz ähnliche Entscheidungsschwierigkeiten oder Probleme, Fehler zugrunde wie bei diesen großen politischen Entscheidungen, die dann irgendwie oder strategischen hier schiefgegangen sind, fand ich auch hochgradig spannend. Der Taraf, das Kodak-Beispiel. Kannte ich auch noch nicht. Super spannend, habe mir sofort notiert, das will ich recherchieren. Da gibt es viel draus zu lernen. Und ich würde sagen, dass es auch was ist, was ich für heute aus diesem Abend mitnehmen werde für mich. Und was ich persönlich super, super lehrreich fand. Und Frau Sensen, wir sind ja eben im Austausch. Sie sagten, Sie saßen früher da im Publikum, heute sind nicht so viele hier im Audimax. Ich habe immer den YouTube-Livestream verfolgt, da waren wir so zwischen 50 und 100 Teilnehmer, Teilnehmerinnen, die muss man sich in Gedanken jetzt hier noch mit dazu denken. Aber immerhin, damals waren Sie im Forum, im Atrium mit dabei und ich finde es schön, dass Sie so ein Paradebeispiel dafür sind, so Gründungsförderung an der Universität, die bislang halt weitgehend gründungsfern war. Das ist in Hildesheim ja so gewesen. Wir haben Gründungsförderung noch nie gehabt und haben die jetzt erst eingeführt seit 2 Jahren.
dass das halt auch fruchten kann. Wir haben ja auch schon so ein paar Dinge erlebt auf dem Weg, wie schwierig das ist, da vorwärts zu kommen. Also Thema Investoren, Stipendien etc., das Ganze ist nicht so einfach. Da haben wir in der Kette auch viel daraus gelernt. Wirklich aus den Herausforderungen, die Sie bewältigen mussten, wo wir uns dann gesagt haben, gut für uns, dass wir das mitbekommen haben, damit können wir auch zukünftig besser beraten. Und das ist ja auch unser Ansatz. Wir versuchen aus denjenigen, die wir fördern, von denen zu lernen und besser zu verstehen, wie die Gründungsförderung, an welchen praktischen Klippen die scheitern kann und was wir ganz praktisch tun müssen, um noch mehr Gründung auf den Weg zu bringen. Wir haben ein tolles Panel gehabt, einen tollen Keynote-Speaker. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, die Partner und Partnerinnen in der Region, die hier auch ganz ausdrücklich nennen will. Die Uni Hildesheim ist Mitglied einer Gemeinschaftsinitiative, wir. Da ist ein ganz wichtiger Partner, das sind auch heute die Vertreter, hier ist hier den Horschek da hinten sitzen, die ist unsere regionale Wirtschaftsförderung, die HIREC. Wir sind ja als CAT, also diese Fördereinrichtung an der Uni Hildesheim, nicht so ein isolierter Akteur, sondern Teil eines Gründerökosystems in der Region. Das ist auch ziemlich erfolgreich in Hildesheim und das liegt auch an der Tatsache, dass wir sehr aktive und erfahrene Akteure wie die HIREC in diesem Ökosystem haben. Und auch bei uns ist es so, dass wir in der CAT sehr eng zusammenarbeiten mit der regionalen Wirtschaftsförderung, denn uns eint ja das Ziel, die regionale Wirtschaftsentwicklung voranzubringen. Und ganz viele Dinge, die wir zum Beispiel jetzt bei uns in der Gründungsförderung vielleicht nicht leisten können an fachlicher Beratung, dafür haben wir halt Partner, die uns da helfen können und mit denen wir also auch seit langem und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Das macht uns auch stärker. Und die sind ja auch beteiligt, gerade halt die HIREC, aber auch die örtliche Fachhochschule, die HWK, an der Gründungswoche, muss man jetzt sagen, korrekterweise, mit Veranstaltungen. Und wenn Sie sich für die Angebote interessieren, schauen Sie auf der Homepage unihildesheim.de/GEWeek, Global Entrepreneurship Week. Da finden Sie die Veranstaltungen, die ich Ihnen auch sehr ans Herz lege. Ganz kurzer Dank, last but not least, muss man sagen, geht an das Team von AudioCoop, mit denen ist ja nicht das erste Mal, dass wir mit Ihnen zusammenarbeiten, da hinten im Off. Und Sie haben auch heute wieder geholfen, dass wir diesen Multimedia-Part oder den virtuellen Part gestemmt bekommen. Wir haben so ein paar Last-Minute-Probleme lösen müssen, haben ihr auch bei geholfen. Das hat also gut funktioniert. Glauben Sie mir, meine Damen und Herren, so eine hybride Veranstaltung, Publikum plus Livestream plus Videobotschaft plus so Vorgaben wie bestimmte Dinge dürfen nicht aufgenommen werden, aber nur live gesendet werden, das macht das Ganze nicht einfacher und wir sind froh, dass wir da Partner haben, die uns dabei helfen. Das hat auch ganz gut funktioniert und deswegen haben wir es wahrscheinlich auch hingekriegt, dieses Publikum noch live zu erreichen. Es werden auch noch mehr Zuschauer, Zuschauerinnen kommen, denn es hat sich ja rumgesprochen unter den Studierenden, dass die Veranstaltung nach dem Livestream dann bei YouTube landet. Und da kann man die halt auch später noch gucken und das haben dann auch viele gesagt. Die sagten, man muss ja nicht heute Abend schon gucken, ich kann mir das dann später noch angucken. Ja, beziehungsweise können Sie machen. Und dann tauchen die erst in den nächsten Wochen oder so auf und dann sehen wir das in den Zahlen. Da bin ich ganz gespannt, wie viele nachher sich das angeguckt haben. Der letzte Dank, und das ist wirklich, ich sag mal, der aus meiner Sicht jetzt der, den ich am persönlichsten ausspreche, der geht an die Gabriele Neumann und das Team der CAT, die das alles hier organisiert haben. Werner, du sagtest hier, Professor Pizulis, was er so alles macht. Und Professor Pizulis hat das Glück, dass ein Riesenteam für ihn arbeitet, voller talentierter Leute, die machen das. Ne? Ich bin derjenige, der in deinen Sitzungen sitzt und mir das anhört und sagt, mach das so, mach das so, mach das so. Und deswegen funktioniert das ganz gut. Dank an dein Team. Also, besten Dank. Das war, wir hatten kurzfristig, ihr habt das mitgekriegt, noch ein paar Sachen, die wir lösen mussten. Das hat alles gut funktioniert. Und Sie haben, glaube ich, im Publikum nur am Anfang, als ich meine ersten Grußworte gesprochen habe, gemerkt, dass ich Blut und Wasser geschwitzt hatte, weil da so ein paar Sachen technisch noch gemacht werden mussten. Das hat alles geklappt. Und dann jetzt kann ich ein bisschen beruhigter hier sprechen. Ich glaube, das merkt man auch. Zu dem Team gehört der Markus Weishaupt dazu, unser Forschungsreferent. Das ist auch ein Partner in Crime. Der hat mit uns vor Jahren angefangen, die Gründungswoche zu organisieren. Die Astrid Lange, die heute nicht hier dabei sein kann, und alle anderen vom Team der CAT.
Und auch Sie vom Publikum gehören dazu. Ich danke denjenigen, die hier ins Audimax gekommen sind und so lange auch hier geblieben sind, dafür, dass sie gekommen sind. All denen, die im Livestream dabei waren, dass sie sich das angeschaut haben. Ich glaube, dass rübergekommen ist, dass wir dahinter stehen. Wir stehen hinter dieser Idee, noch mehr unternehmerisches Denken und Handeln in die Universität Hildesheim reinzutragen, auf allen Ebenen. Nicht nur an Studierende, an Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Professoren, Professorinnen. Und das heißt nicht, jeder muss gründen. Das heißt einfach nur, wir sind da, um zu helfen, falls man vielleicht eine Idee hat und sich fragt, kann ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich die realisieren kann, ich möchte mal mit jemandem darüber sprechen, was kann man aus der machen, kann man überhaupt was draus machen? Oder ich bin auf der Suche nach Partner, Partnerinnen, um mich auszutauschen, vielleicht, ich habe eine Doktorarbeit geschrieben, irgendwas entwickelt oder eine Masterarbeit und ich glaube, man kann das umsetzen. Wir machen einmal im Jahr so einen Ideenwettbewerb und der ist dieses Jahr zum ersten Mal gelaufen. Da waren wir ganz überrascht, was es für Initiativen, Ideen, Projekte an der Uni Hildesheim gibt. Einige von denen sind auch inzwischen bei uns in der Beratung. Es gibt also, und das wissen wir auch über diese Ideenwettbewerbe, ein Riesenpotenzial. Verstecken Sie sich nicht mit Ihren Ideen. Wir sind dazu da, um mit Ihnen drüber zu sprechen und machen das, wie gesagt, komplett unentgeltlich, ohne Eigeninteressen, weil das, was wir machen, eine Förderung ist, aus der Universität noch mehr kreative Impulse heraus in die Region zu bringen und die können unsere Gesellschaft nur bereichern. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn Sie den Weg zu uns finden. Und wenn wir Sie heute so ein klein bisschen inspirieren könnten und die Hürden vielleicht für eine Kontaktaufnahme ein bisschen senken konnten, dann war das schon erfolgreich. Und ich glaube, damit soll ich mal zum Schluss kommen. Sie alle wollen nach Hause und das sacken lassen. Deswegen nochmals besten Dank an Sie alle, an Sie im Publikum. Und ich hoffe, wir sehen uns, wenn es um dieses Thema Gründung geht. Bleiben wir in Kontakt. Das wäre von meiner Seite alles. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Machen Sie es gut. Bis bald wieder, hoffentlich. Wir machen jetzt noch so eine kleine Geschenkeübergabe hier. Das wurde mir schon so ein bisschen unauffällig hier zur Seite gestellt. Und das machen wir hier vorne. Aber da brauchen Sie, meine Damen und Herren, mir bei zuzugucken. Ziehen Sie los. Sie haben vielleicht Busse zu kriegen oder so. Und wie gesagt, wenn Sie jemanden kennen, der sich für das Thema interessiert und vielleicht irgendwie an der Uni Hildesheim nicht nur darüber klar ist, an wen man sich wenden kann. Sie wissen es, die CAT. Man findet uns, wenn man uns googelt. Und dann machen wir jetzt erstmal hier weiter. An Sie alle, schönen Abend noch.